Hallo, liebe Freunde, liebe Gemeinde, einen wunderschönen guten Abend, Norbert, grüß dich. Ja, ich habe es endlich hinbekommen, dass Stream Elements und Moderatoren nicht mehr gegrüßt werden. Bin stolz auf mich. Warum das mit dem Vergleich des String nicht geklappt hat, keine Ahnung. Es lag nicht am Oder. Ich glaube, ich hätte vorher daraus direkt eine Bubble machen müssen. Als Abfrage. Aber egal, also frage ich nur einmal ab, ob es Moderatoren sind oder nicht. Und Moderatoren werden halt nicht gegrüßt. Deswegen steht das Stream Elements wird nicht gegrüßt. So. Wieder erwartend, wegen Wetter und keinem Schotter, bin ich heute nur 80 Kilometer gefahren. Morgen auch nochmal für die gute Winnie. Und hab ein bisschen Zeit, um mit euch noch Nightingale weiter zu zocken. Ich war brav und hab noch ein bisschen umgebaut und so. Aber wir warten ja gerade wieder auf den Server. Zum Glück müssen wir heute nicht so viel reisen. Das ging mir ja gestern richtig auf den Senkel. Das war ja echt übel, ey. Hin zum Frankenstein, weg vom Frankenstein, hin zum Frankenstein. Wir haben länger auf den Server gewartet, als wir effektiv gespielt haben, obwohl wir die Wüste fast leer gemacht haben. Wir müssen außerdem mal schauen, wo unsere Nelly Bly sich aufhält. Aber das dürfte in der Quest irgendwo stehen. Hoffe ich mal. Die Sachen haben wir. Überwiegend. Nö, eigentlich komplett kampflos. Besorgt, finde ich gut. Und ich bin ziemlich heiß darauf, was wir da in der Gegend bekommen und ob wir wirklich zur Wacht kommen. Keine Ahnung. Ich glaube, die Nelly Bly hält sich in irgendeiner komischen Wüstenwelt auf. Das könnte sogar eine antiquarische Wüstenwelt gewesen sein. Das hatten wir nämlich als rechtes Tor. Müssen wir mal schauen, ob wir das noch haben. Obwohl, kann sein Frankenstein? Nee, wir haben Frankenstein. Wir haben für die Jagdwelt haben wir ein neues Tor eröffnet. Kann sein, dass... Nein, Quatsch. Wir haben es umgesetzt, ne? Wir haben tatsächlich die gute Ludovica oder wie auch immer sie hieß, da hingesetzt. Ne? Also ich habe ein bisschen rumexperimentiert mit dem Wüstenkrempel. Ich mag das Spiel. Also das Bausystem ist noch Schmutz. Ich zeige euch jetzt gleich auch warum. Guckt euch die Decke an, das ist doch zum Kotzen, oder? Müsste ich jetzt quasi überall nochmal machen, wo diese Scheißdinger sind. Ach ja, okay, dann halt nicht, ey. Was soll's. Also wie gesagt, ich habe eh nur rumexperimentiert. Um mir das mal anzuschauen, haben wir? Was brauchen wir denn da noch? Steinpulver, okay. Nur mal rumexperimentiert, wie was aussieht. Es sieht eh scheiße aus, weil wir wüstentechnisch keine Schrägdächer haben und die Flachdächer sind für den Arsch. Aber sowas von. Ja, hier mal so eine Zwischendecke eingezogen, damit der Dings da wegkommt. Hab hier noch ein bisschen aufgeräumt, hab alles Mögliche ins Regal gestellt und ach. Ja, ist halt, ne, ist noch einiges an Weg zu gehen für die Entwickler. Lass mal gucken, lass mich mal eben aufräumen. Bin eben einfach los, bin Gassi mit der Kleinen. Und hatte keine Zeit mehr, das alles wegzupacken. Was auch sehr lustig ist. Ich habe versucht, diese Linse herzustellen. Diese Magiklinse. Und die könnte man ja angeblich... Ach, was weiß ich.
Wenn ich jetzt sage Linse, dann soll man eigentlich Glas benutzen. Aber wir können auch Kronenglas verwenden, um eine Linse herzustellen. Erwartet das Ergebnis Item Level 41 ist eigentlich dasselbe wie eine Linse aus Glas. Hoffnung 10%. Wenn wir das jetzt herstellen, bekommen wir, also eben habe ich Glas bekommen. Ja. Ich muss den Faden nochmal in das Reservoir habe ich gebaut. Ich dachte vielleicht, kann man das irgendwie mit der Gießkanne verwenden, aber ne, anscheinend ist die Ausdauereffizienz und die Distanzwertung dann besser, wenn wir es bei uns tragen. Keine Ahnung. Okay, was haben wir bekommen? Linse Kronenglas. 4 Stück. Hä? Ist egal. Ich muss das nicht verstehen. Wenn wir also von 5 Linsen, dann bekommen wir 1 Linse zurück, dann haben wir 4 Linsen Kronenglas. Okay, das, ja, wenn das so ist, ist das so. Okay, packen wir weg, packen wir weg, packen wir weg. Hier haben wir noch Steinpulver, Schiefer. Das dürften gebundene Borsten und primitive Pflanzenfasern. Gebundene Borsten habe ich hier drin. Das ist Krempel. Hier haben wir noch geschliffenes Juwel, Bernstein und Quarz. Können wir eigentlich mit hier rein tun? Ja, gut, okay. Dann noch den Faden weg. Das mit den Samen bei der Kamille funktioniert einwandfrei. Sie haben jetzt 5 Kamillesamen. Wir bekommen 7 Samen Kamille und 1 Kamille. Jetzt haben wir 3 Samen Kamille und 2x Blume Kamille bekommen. Also es unterscheidet sich immer ein bisschen, aber man bekommt bei der Kamille auf jeden Fall mehr raus, als man reinsteckt. Das finde ich schon mal, also das versöhnt mich wieder ein wenig. Ich weiß aber immer noch nicht, ob die Kamille auch dafür geeignet ist, Gewürz herzustellen. Müssen wir gleich mal schauen. Das Sumpfdings, das können wir verbrauchen von mir aus. Was haben wir hier? Erschöpfung, Talisman, Erschöpfung, bla bla, Nahkampfschaden. Sehr gut, dann habe ich herausgefunden, hier muss ich Reload machen. Dann lade ich die erst mit dem Zauber auf. Okay, können wir nachher mal ausprobieren. Kamille, 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 Kamille. 2 Kamilleblumen nur? Aha. 9. Lass mal eben gucken. Ein Gewürz und dann können wir eigentlich auch schon fast aufbrechen. Ne. Gewürze sind dann eher Ringelblume. Schade. Trotzdem, Kamille ist gut. Da tun wir die komplett hier rein. Wir brauchen nicht unbedingt Tränke. Können wir den noch ablegen? Nein, können wir den noch ablegen? Ja, sehr gut. Dann bei Food 2 den noch ablegen. Ja, sehr schön. Wir haben Heiltränke ohne Ende. Wir haben was zu essen ohne Ende. Healing Potion 16, davon 31. Das nenne ich Platzhalterfleisch. Weil hier in der Gegend muss ich ja jetzt nichts essen, was irgendwie was Besonderes macht. Schade, Steintreppe ist auch einfach... Pff. Also, ne? Sieht schon irgendwie lecker aus. Also sehen lecker aus, die verschiedenen Bauteile. Aber das gesamte Bausystem ist noch... Holla die Waldfee. Okay. Das ist die Jagdwaldwelt. Was haben wir hier? Aha, die Claire, okay. Dann müssen wir mal schauen. Das hier drüben ist Danu. Das hier war Frankenstein, glaube ich. Ja. Okay. Dann lass mal eben ins Handbuch, ins Tagebuch schauen. Passage zur Wacht. Das ist ja nett, dass wir keinen Hinweis haben.
Die müsste aber, wie gesagt, in einer antiquarischen Wüstenwelt leben. Was haben wir für Karte? Astrolabium, Düster und Versorgerkarte. Gucken wir das nochmal mal kurz an. Nelly Bly, Nightingale. Ah, nee. Herbarium-Wüstenwelt. Okay. Herbarium haben wir nicht dabei. Versorger düster. Okay. Brauchen wir Tinte, Papier. Tinte. Papier. Herbarium. Oh, dich können wir ausmachen. Sonst brennt Nancy gleich wieder. ABCDEFGH. Herbarium. Oh, die braucht auch was anderes. Oh, beschichtetes Papier und kräftige Tinte. Oh, was Vernünftiges. Kräftige Tinte. Papier weg. Beschichtetes Papier. Haben wir irgendwie echt eine Menge von. Ich weiß nur nicht mehr wo. Wie immer. Nein. 60. Beschichtetes Papier. Ja, ich bin gut, ne? Nämlich durch... Wegen... Wir brauchen die ja immer. Ein paar Mal mehr geklickt und das waren dir doch ein bisschen... zu mehr. Mhm. Zu viel. So, dann brauchen wir auch noch Wüstenwelt, ne? Hätte ich Tinte doch... ach, nee, geht auch. Okay, cool. Tinte Papier. Ja, aber dann benutzen wir kräftige Tinte. Das muss nicht sein. Die ist zu gut. Wir haben zwar genug davon und wir brauchen auch nicht unbedingt beschichtetes Papier verwenden. Wir haben ja auch noch normales Zeug. Also können wir, ne? Zip. Na, wo bist denn du? Da. Na komm. Ah. Dupidupidupidupdu. Wir haben es. So. Herbarwüste. Herbarium Wüstenwelt. Welche nehmen wir? Welche machen wir weg? Frankenstein war eine ziemlich langweilige. Hier haben wir antiquarisch Sumpf. Der Claire. Nelly hat Wüst. So, müssen wir das Ding zurücksetzen. Wüstenkarte. Herbarium. Das ist immerhin der 50er. Das ist schon mal ganz cool. Okay, jetzt gleich warten wir erstmal wieder auf den Server. Ich habe schon überlegt, dann das gesamte Gebäude mit Flachdach zu machen. Und mit dem Trick, den ihr eben gesehen habt, hat auch die Decke ganz gut ausgesehen. Aber ich glaube, ich werde da wieder Holzstücke drauf knallen, ey. Das ist ja so traurig. Echt schade. Naja. Platz genug haben wir. Warm ist es. Geschützt. Okay. Wie gesagt, ich weiß echt nicht, ob der uns was bringt.
Warte mal, einzigartiger Gießkannen könnte ich damit herstellen. Pack den mal weg. Einzigartige Gießkannen. Ich hatte nämlich irgendwo gelesen, dass wir eine Gießkanne herstellen können. Eine verbesserte. Habt ihr aber nicht mehr gefunden. Deswegen hatte ich ja eigentlich auch dieses Reservoir hergestellt. Und dann die Gießkanne nicht mehr gefunden. Dann gucke ich so auf das Reservoir und dann steht da, oh, Ausdauer, bla bla. Okay, cool. Fein. Oh, das ging ja schnell. So, oh, warte mal. Zack, erstmal direkt schützen. Nelly Bly, die müsste irgendwo hier oben sein. Na, ich bin gut, ne? Und wo sind wir? Da, okay. Das heißt also, ach shit, wir müssen hochklettern. Ist egal. Gehen wir erstmal in den Norden und dann in den Osten. Haben wir sowieso schon alles abgeschlossen, so wie ich das sehe. Ja, hier ist noch was nicht und da nicht. Ja, nee, ist egal. Wir gehen erstmal in den Norden und dann in den Osten. Wir müssen sowieso irgendwo da oben hoch. Und dann immer mal schauen, ob es irgendwelche besonderen Ressourcen gibt. Wenn wir jetzt eine besondere Samenkarte dabei hätten, könnten wir mit dem dealen. Eine rituelle Samenkarte oder so ähnlich. Schon ziemlich cool. Dann brauchen wir nicht gegen den kämpfen, um das Öl zu bekommen. Normaler Stuff. Oh, was bist du? Löwenmäulchensamen. Oh, wir haben Löwenmäulchensamen. Cool. Löwenmäulchenfarbe haben wir jetzt schon ohne Ende bekommen. Oh, Löwenmäulchensamen. Hey. Cool. It's great. Was wäre Greta ohne Bo? Greta Garb. Das ist die Cap Aloe, okay. Aber warte mal. Er kommt sowieso jetzt gleich. Das war geil. Also hat zumindest laut Bumm gemacht. Und hat ihn anscheinend auch zurückgestoßen. Cool. Ringelblume. Sehr schön. Gewürz. Nehmen wir mit, weil ist mindestens Klasse 2. Dann könnten wir eigentlich... Bitte nennt sie nicht gegen den kämpfen. Das muss nicht sein. Könnten wir uns eigentlich einmal ein gutes Fleisch reinhauen? Dann ein Platzhalterfleisch. Und ein 7er. Gut. Ringelblume. Ja, also ich weiß nicht, ob dieser Samenertrag auch bei den großen Pflanzdingern gegeben ist, aber bei den Töpfen habt ihr ja gesehen. Also mindestens 3 Samen, manchmal haben wir ja sogar 7. Also einmal haben wir ja sogar 7 bekommen, dafür aber weniger Pflanzen. Was ja eigentlich auch in Ordnung. Oh, schön. Dahlia. So, suchen wir uns mal einen vernünftigen Aufstieg. Da sowas. Das sieht gut aus. Ja. Okay. Weil wir sind hier im Schatten. Wir haben dann Plado. Okay. Wir nehmen die Kletterpickel dahin. Und dann schauen wir mal. Meine Hoffnung war natürlich. Man kann sagen, dass er sich an diesem einen Plado da gerade ausruht, aber nein. Wo ruht er sich aus? Alter, ah, dieses Kletterding, das ist einfach
Ja, wie gesagt, also, wir haben noch einen weiten Weg zu gehen, die Entwickler. Oh, dieses Kletterding. Echt so schlecht gemacht. Das ist normal. Ihr habt ja gesehen, da war so ein kleiner Vorsprung. Und da habe ich gehofft, okay, da ruht er sich jetzt vielleicht aus. Was macht er? Nein. An einem Überhang stellt er sich hin. Hey. Yay. Okay. Wir haben Schlimmeres erlebt, ne? Also von daher. Oh, Kupfer. Nelly, wollen wir Kupfer, Nancy, wollen wir Kupfer mitnehmen? Komm, wir nehmen Kupfer mit. Ich habe auch schon mal vorsorglich Messing und Bronzebarren hergestellt. Jeweils 10 Stück. Ach, Nancy. Nancy, Nancy, Nancy. Hab zwar welche verbraucht für den komischen Koffer, der unglaublich teuer ist in der Herstellung, gut aussieht, wenig Platz verbraucht, aber er hat auch nur 40 Slots wie der Billigkoffer. Und von daher muss man den nicht unbedingt bauen. Man muss ja groß denken bei dem Spiel hier, wenn man da nur Danus Kessel erstmal in der Tasche hat. Presse. Komm, ey. Ist doch... Ja, fall ruhig runter. Ist mir auch egal. Es ist... Ah! Ich kann überall klettern. Hey, Nancy. Oh, guck. Siehst du, diesmal was geschafft. Ist das nicht cool? Yay. Ich glaube, da oben, da sind die auch schon. Ja, war ich irgendwas am Erzählen? Ich habe es wieder vergessen. Solche Sachen lassen mich vergessen. Ach ja, ich weiß, was ich vergessen habe. Ich habe die Sachen nicht eingepackt für die Olle. Mal gucken. Ich bin so gut. Ja, sie ist da. Okay. Ascent Sandler Juli. Etta. Layla, Abby, Leroy, Anthony, Gus, Nelly Blythe. Ich habe tatsächlich die Sachen vergessen. So sollte ich aufhören zu jammern und zu meckern, ne? Also wegen meiner Dummheit müssen wir jetzt den ganzen Scheiß nochmal machen. Kann aber auch nicht direkt hier hinreisen, ne? Könnten Sie mir nochmal sagen, bla bla? Okay. Mal schauen, ob ich hier einen anderen Weg finde. Ja, gut, okay. Hier rum da dran. Ach, dann klettern wir nochmal diesen einen Scheiß. Ich bin's ja selber schuld. So könnte ich wenigstens nochmal ausprobieren. Oh Gott, bin ich ja ein Idiot. Und warte mal. Revelio. Bin ich ein Idiot, ey. Hätte ich fast in Schneedramanier gesagt, du musst es ja wissen. Hi, Lilly.
Heililité. Nee, war zu viel. Mein Ohr, meine Ohren, nein. Ja, Lilith. Okay. Nee. Ausreden gelten nicht. Dennoch hat mich das mit dem Bausystem so geschockt. Ich lock mich ein und die Decke sieht aus wie Grütze. Naja, egal. Ja, das heißt also, oh, die Welt wird vorbereitet. Oh. Stimmt, genau. Die eine Hirnzelle ist von dem ganzen Mimimi so derbe überladen gewesen. Ey, aber ich habe uns die Reuse gebaut und ich habe uns die Sonnenuhr gebaut. Und apropos. Gießkanne. Einfache Gießkanne haben wir. Ja gut, also okay. Pass auf, bevor ich dann... Na? Davon will die einen. Davon möchte die einen. Und das haben wir leider nur einmal. Herz, Roboterzauberöl und Plitzudlilila. Ja. Die Questen haben wir abgeschlossen und die stehen jetzt nicht da. Na, es ist egal. Eventuell sind das ja die Questen, die sich dann ergeben, wenn. Ich will nochmal schnell was schauen. Was natürlich gelogen ist mit dem Geben. Aha. Die müssten wir also erst kaufen. Okay. Hinein! Chironimo! Jo, lausch im Lurk. In Pallia. Okay. Da gab es ja auch schon wieder irgendwie ein Patch, ne? Hey! What? Wow. Ba 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 ba. Ja, aber dafür habe ich schöne Blumen gefunden. Löwenmäulchen, Dahlia, Winkelblume habe ich auch in der Tasche. Ich bin sehr zufrieden mit der Ausbeute. Bin so fritte im Kopf, dass ich mit der Ausbeute zufrieden bin. Man könnte auch hier mal gucken, ob man da die einzelnen Stufen nimmt. Hochkraxeln. Ist ja eigentlich egal, wir haben 160 Ausdauer und von daher. Cheat wird drup. Wenn wir runterfallen, haben wir ja gestern gesehen, dann brechen wir uns zwar das Bein, aber was soll's? Na gut, aber da oben ist Sonne, ne? Ach komm. Guck mal. Wir klettern hier nicht hoch.
auch wenn ich es ab und an verflucht habe bei Ark, da konnte man wenigstens bestimmen, wie, wo, was, wann, warum. Und man sah dann auch direkt, bevor man überhaupt klettert, ob man da überhaupt langkommt. Aber das Mitbeste war, ist ja wirklich noch, da muss ich unserem Schneedi zustimmen, Conan. Oder Palja, geht auch so. Da kann man auch relativ gut klettern. Relativ gut. Natürlich immer so eine Sache, ne? Auch da gibt es so Eckchen. Könnte man das Game verfluchen. Juhu! Ah, aber am geilsten war immer noch gestern, als ich da die falsche Seite hochgeklettert bin. Da ist auch noch ein Isenzhändler. Ach so. Ah, ich muss sowieso dahin. Da ist Nelly Bly. Okay. Ja, cool. Das freut mich. Ich wollte letztes Mal auch in Palja reingucken, irgendwie, aber irgendwie habe ich dann doch nicht hinbekommen. Irgendwie. Ja. Nelly, ich komme. Nelly the Elephant walked away. Jumping through the corner. Habt ihr ein Bett für mich, Freunde? Habt ihr ein Bett für mich? Hey, danke. 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 Abby! Ja, es sind Plezudia Edsbarren. Oder Peluki da. Sie haben es? Ich habe es noch nie selbst gesehen. Ja. Schon klar. Sie sind intelligent und für Handeln durchaus aufgeschlossen. Ich hatte keine Wahl, als einen Reisenden mit einem Riesen das Leben zu nehmen, Lügner. Ich kann nichts darüber sagen, da sonst die Entität... Ah, okay. Zack. Heißt, der Sonnenriesen ist abgeschlossen. Ratet mal, wer da gerade unseren Schatten klaut. Nancy? Böse Nancy. Altruismus und die Erkundung selbst ist für die Weltwanderer zwar kein Wert verloren. Bla bla. Oh, und das hier ist für Sie. Ja, was denn? Die Wacht ist in Reichweite. Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Das können wir alles nicht in einem Ding durchziehen? Was ist denn los mit dir? Ah, okay. Wir haben 6 Edelsteinpulver Perle bekommen. 3-mal Erzstreben. Infusion der Genialität. Talisman des Schreckens. Oh, Verzauberung Assassinenauge. Wo ist die Verzauberung Assassinenauge? Oh. Offenbart Schwachstellen und verstärkt den Schaden kritischer Treffer. Die Dauer erhöht sich bei höherem magikaler Macht. Nelly! The Elephant. Ich hab das Herz des älteren Ioten beschafft. Das Herz der älteren Ioten. Wie sie reizen dieses Mädchen hier. Lassen sie mich bloß nicht betteln. Oh Gott. Könntet das auch beschaffen, aber ihr seid ja gierig. Sie würden für frisches Fleisch so gut wie alles tun. Deine Schönheit sollte genügen. Du erfährst von mir nichts. Glaub mir. Ich bin ja schon angepisst genug, dass ihr das überhaupt bekommt, das Zeug. Wenn ich meine Arbeit richtig gemacht habe, sollte das jetzt genau hier reinpassen, wo zuvor die Radiumfeuerkammer war. Ah, und ehe ich es vergessen draußen, mein Plünder fand ich im Überlebenden als Versteck Rotkreuzordens. Hat keinen Zweck länger zu verzweifeln, bla bla, okay. Was haben wir bekommen? Sprinttrank, vergoldetes Holz, ausgezeichnete Sturmkarte, Beben.
fassen Sie sich kurz. Oh, ich erzähle Ihnen, es wäre wohl besser, wenn ich Ihnen nicht verrate. Ja. Tatsächlich ist dies das letzte Teil unseres Portalpuzzles. Ich kann es noch kaum fassen, aber Sie haben sich wacker geschlagen und tatsächlich alle Ressourcen beschafft. Wirklich eine reife Leistung. Die Überlebenden hier möchten Ihnen dafür danken. Ja, ja, klar. Die haben alle gesagt, hau ab, du Stinker. Und jetzt möchten sie sich bedanken. Ne? Mhm. Das sind ganz reizende Burschen und Mädels. Dass sie diese Bürde der Verantwortung auf sich genommen haben. Wir haben gemeinsam ein paar Dinge für sie gesammelt. Hm? Was denn? Rotztücher? Wir dürfen jetzt nicht vom Weg abkommen. Wir müssen weitermachen. Wachsam, allzeit bereit. Es geht weiter. In der Tat. Wir müssen sehr stolz auf sich sein. Ich habe im Angesicht der verzweifelten Lage stand. Habe ich gerade irgendwie mir gebot? Was? Ach so. Ich tat nur, wie die Tugend es mir gebot. Ich beschritt den Pfad, der zu beschreiten war. Ich tat es für mich selbst, um meiner selbst willen. Komm her, wir sind den Weg gegangen, der zu gehen war und das ohne Killen. Oh Gott, Mr. Quatermain. Ramherz, einen wunderschönen guten Abend. Die Worte eines wahrhaften Weltenwanderers. Wenn Sie Ihren Lippenbekenntnissen weiter treu bleiben, dann wird Mr. Quatermain nicht mehr auf Sie verzichten wollen. Nicht jeder, der die Fellwilden des Haushauen, bla bla, getan haben, die Tatsache ist, und das die Ressourcenbeschaffung kommt, zeigt eine bessere Zukunft. Ja, bessere Zukunft, ohne Kampf. In einer Zeit, in der man lediglich das Bedauern kann, was verloren ging, standhaft geblieben, Menschen, Menschlichkeit getrennt, lassen sie bla bla, loskommen, auf zur Wacht. Es wird einen Moment dauern, bis alles am vorgesehenen Ort ist. Ja, ich dachte, du hast jetzt schon angefangen mit deinem Lötkolben und ein bisschen rumschleifen und so. Hör mal. Wenn die Vereinigten Welten bleiben möchten, was machten wir mit jenen, die in den Welten bleiben möchten? Ja, das ist die Welt, bla bla. Okay, was machen wir denn mit denen? Erschießen? Einige ignorante Narren sehen in dieser Wildnis eine Art Neubeginn. Sie denken, dass der Verlust der Erde im Grunde keiner ist. Ja. Ihnen entgegen nicht, dass die Welten erkundet und nicht besiedelt werden sollten. Ungeachtet der Meinung einiger Kollegen. Was machen wir jetzt mit dem... So, das haben wir schon. Wie hat es Ihnen die Welt verschlagen? Ist mir scheißegal. Wie können Sie sicher sein, dass Quatermain uns erwartet? Wieso riskieren Sie Ihr eigenes Leben für all diese Fremden? Das ist okay. Nicht. Aber Hoffnung ist nicht statisch. Stattdessen ist sie stets zielgerichtet. Ja, bla bla. Der Nordstern gibt uns Führung, wenn alle anderen Mittel ihren Dienst versagen. Und falls es Ihnen noch nicht aufgefallen ist, die Welt in unserer Echos, trotz all ihrer Suche in den Wildern... Okay. Okay. Ich könnte Ihnen eine Tugend haben, aber es wäre zu offensichtlich. Wenn es um unser Leben geht, denken viele, die würden die Chance verbessern. Gruppe abspalten, bla bla. Sichere Fahrkarte ins Irrenhaus. Irrsinnhausen. Ja, das ist ja nett. Irrsinnshausen. Das ist ja hier. Die kennt uns. Ach, das ist ja der Irre. Entschuldigung. Oh, jetzt hätte ich. Können Sie es selbst reparieren? Ach nee, ey. Meines geschätzten Viktor. Frankenstein. Nur noch einen Augenblick. Das Öl erhitzt sich. Meine Güte, das stinkt vielleicht. Wie die Leiche eines toten Fischers. Ja, Hammer. Also, das lässt tief blicken, wenn sie weiß, wie die Leiche eines toten Fischers riecht. Und die Stimmungswerte scheint den Fluss zu verbessern. Ich kann kaum glauben, dass sie hier wirklich passiert. Doch der Stabilisator sollte einen jeden Moment anspringen. Hat es tatsächlich funktioniert? Einen Schritt näher. Das Öl stinkt wirklich heftig. Kundschafterstiefel!
Tudor-Obergeschoss-Set. Ja, das ist ja toll. Wir haben bisher einen Balkon von Tudor-Baukram, aber okay, Tudor-Obergeschoss-Set. Wir werden das gleich herausfinden. Es ist nur gerecht, wenn Sie den ersten Schritt tun. Hier. Geh mal selber rein und guck nach, ob dir der Kopf abgehackt wird, wenn du da durchkommst. So. Guck, guck. Ah, ja, hier. Wenn die Gefahr tatsächlich gebannt ist, sollte das Tor erkennen, dass sie dazu in der Lage sind, es zu durchschreiten. Ach so, das heißt, ich brauche... Oh. Wenn ich Pech habe, noch einen stärkeren Ausrüstungswert, ja? Kommen Sie nicht mit? Ohne sie wäre das niemals möglich gewesen. Ja, das stimmt schon. Ich meine, sie hat das ja repariert. Sie hat das in Gang gesetzt, ne? Ihr interweltlicher Streitwagen erwartet sie. Reisen Sie zur Wacht. Ja, super, jetzt haben wir Innenausrichtung von Tudor und keine vernünftige Wand. Nur Sonnenfenster. Wir haben keinen Außenbau von Tudor. Und Wüste haben wir auch nichts dazu bekommen. Das ist ein Durcheinander. Wollen wir? Weiß nicht, wollen wir oder machen wir Feierabend? Cliffhanger. Ah. Die Lilith. Ich denke, nach heute werde ich auch erstmal wieder bis zum nächsten Event oder zum Naturtempel pausieren. Knick, knack, okay. Haben sie denn mittlerweile neue Tempel? Das ist ja noch gar nicht offen. Ja komm, mach jetzt auf das Ding. Aha. Hallo, mach auf. Na, vielleicht bin ich ja schon drin. Das ist doch unser Puck. Pucki, wo bist du denn? Ah, da ist Pucki. Pucki, 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 Pucki. What's up, Pucki? Ach, das ist ja toll. Ich habe Stielaugen. Ich muss zugeben, der Glaube an diese wackeligen Stabilisator schwankt wie Irrlichter im Sonnenschein. Ich werde es nicht wagen, einen Fuß in die Wacht zu setzen, aber keine Sorge, du wirst Robin nicht zum letzten Mal gesehen haben. Damit meint er sich. Ich werde rufen, wenn die Zeit reif ist, deinen Teil des Handels zu erfüllen. So, wie wir es vereinbart haben. Erinnerst du dich nicht daran, dass du einen Eid geleistet hast, indem du meine Hilfe annahmst, hast du dich verpflichtet, ein Vertrag wurde mit alten Worten besiegelt. Für jeden Attraktor der Güte muss eine gleichwertige Tat vollzogen werden. Ich tat viele davon, und welchen Wert hat schon irdische Mühsal eines Einzelnen? Zweifellos eine Frage, die wir bereits beantwortet haben. Ein Prostversuchen, ein Flehenversuch, ein Protestversuch, Flehenversuch, ein Schreinversuchen? Das Dekret des Schicksals bindet mich, was immer auch geschehen mag. Wie das, deine Lippen dürsten danach sich trennen, und das trotz meines Zaubers. Wie sehr du doch gewachsen bist. Oh, bitte nicht dieser Blick. Habe ich dich nicht gut geführt, freundliches Wesen? Und ich werde es weiterhin tun, wenn Bayra auf ihrem Throne auftaut. Oh, da freue ich mich drauf auf die Eiswelt. Falls erzürnt durch uns die Schatten, denk bloß dies. Trotz all der Tatten. Ich brauche dich in Nightingale so sehr, wie du dich nach deiner Heimat verzehrst. Im Gegenzug für meinen Rat wirst du mir helfen. Dies waren die Bedingungen unseres Vertrages. Wisse,
Der Pfad, den du beschreitest, führt an einen Ort, den wir beide begehren. Könnte ich dir bloß sagen, dass dies ein Tagtraum wäre. Doch in unserer Wildnis sind Träume etwas anderes. Es sind nicht bloß Visionen, die mit einem Augenzwinkern verschwinden. Da ich ein ehrlicher Puck bin namens Robin, werden wir, wenn wir unverdientes Glück haben und der Schlangenzunge entgehen, Übereinkunft finden. Sonst soll Puck als Lügner bezeichnet werden. Also gute Nacht bis zur Niederkunft des Winters. Reich deine Hände mir, in Freundschaft sollen bestehen wir. Kommt Zeit, Entschädigung vollziehen wir. Reimen ist nicht so ganz deine Stärke, hä? Alter, hätte ich ein Beat hinterlegen sollen? Oder was? Ja, wollen wir? Was meint ihr? Wollen wir? Also ich reise ungern durch Portale, die irgendwie so... Wisst ihr? So ist schon okay, aber so... Also horizontal ist schon cool mal. Aber vertikal ist... Geronimo! Cool, ne? Ich kannte nur einen Tempel. Einen billigen. Das sind diese Dinger, die dann versteckt waren, wo man wieder Batterien braucht, damit sich die Türen öffnen, ne? Irgendwie sowas. Glaube ich. Alles bereit. Die Wacht. 4.30 Uhr. Verborgen hinter einem Meer aus Wolken liegt ein verlassener Horst der Fae. Ihnen vermutlich ein schwebendes Observatorium diente. Nun dient er als sicherer Hafen der Menschheit. Die Wacht. Anwesende Fraktionen nicht verfügbar. Ach, jetzt bin ich auf einmal im Third Person. Ist schon klar. Ah, heiße geröstete Peanutzen. Peanutzen. Okay, wir könnten ja auch so ein bisschen Experimental Climbing vorziehen. Wenn wir jetzt gleich mit dem quatschen, kommt eh. Oh, danke, dass du das Spiel ein bisschen... Wer ist denn Saftverpackung? Sind das jetzt andere Spieler? Hallo, Saftverpackung? Wer ist denn Saftverpackung? Das sind andere Spieler. Die haben aber hohe Level. Alter Verwalter. Okay. Chiesley Ainsworth. Ich komme mir vor wie in Hogwarts. Dudley Dumsley. Wir hatten das Portal schon seit Wochen im Auge. Ich, besser gesagt. Und nichts. Seit Wochen. Mir ist das Herz förmlich in den Hals gesprungen, als es plötzlich wieder ansprang. Das ist... Boah, wie ich sowas hasse. Mit anderen Leuten auf irgend... Oh. Ist das ätzend? Einen Moment. Muss mal was Wichtiges nachschauen. Okay. Nichts Wichtiges. Ah, das ist meine Station. Mir zugewiesen. Mir allein. Mein Name ist... Chilzi. Nee, Cheeselight. Ist mir egal. Plötzlich zuwachs, wir sehen die Verantwortung, bla bla, Quartermain, genau, der Mann, den will ich sehen. Oh, da brennt einer die Bude ab. Kadaver, lo Kadaver. Bla. Sagen Sie, gibt es hier ordentliche Waschräume? Ist eine Zeit her, Mann. Wollen Sie sich über mich lustig machen? Das werden Sie auch nie mit dem Mann, Jan. Das sind eigentlich nicht meine. Ah, verstehe.
Bla bla bla, Köter in Achten. Hm. Vielen Dank auch. Okay, sprechen Sie mit Alain Quatermain. Nö, also interessanter finde ich den Isenzendler und da ist noch ein Isenzendler. Dietz. Und Barnabas Dent. Das ist bestimmt ein Zahnarzt. Werkzeuge. Aha. Boah. Boah. Aber das haben wir doch gar nicht, ne? Wir haben null. Kühne Pickaxe, kühne Standardwerkzeuge. Okay, da brauchen wir erst gar nicht weiter gucken, ne? Ach doch, hier mal. Schmiedeesel. Schmiedeesel. Bauen Sie eine Erzstation, um Erz zu besser nutzbarem Material zu verarbeiten. Ja, die Qualität der Bank, desto mehr Erweiterungen können Sie ergänzen. Außerdem erhalten Sie so Zugang zu weiteren Rezepten. Herr Gefährder-Dingmann. Zack. Ah, so. Den anderen Krempel dürfen wir nicht. Okay. Ausgezeichnete Werkbank, nur 100. Die kosten alle so viel, ne? So Zurzen brauchen wir nicht. Okay, danke. Ines. Raymond. Ah ja, 1300. Mhm. Ist nur die Frage, wo wir das Essenz herkriegen. Aber das werden wir schon sehen. Quatermain. Und bei dem Besuch der ganzen Leute hier gehe ich davon aus, dass wir bei Quatermain, der Knatterschwein, 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 und dass die Essenzhändler sowieso immer dasselbe haben. Ich grüße die Novize des Geokarnismus, Karnismus. Wir haben Überschuss an Essenzhändlern und die Bahnhöfe sind den Töchter. Ja, sie gehören zu NTC, Dent und Töchter. Das ist ein Unternehmen, Familie, bla, 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 bla. Geld kaufen, wo sind sie jetzt? Was für eine reizende Geschichte. Bla, 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 bla. NTCC, was führt sie in die Wacht? Bla, 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 bla. Gebunden, sie wurden von Gebunden angegriffen. Wie sind sie entkommen? Kein sonderlicher nennenswertes Ereignis. Interessant. Das ist erstmal alles. Danke, tschüss. Kann ja eh nicht mit dir handeln, du Dentist. Wir haben eh alle dasselbe. Ah nee, guck mal hier. Oh, Druidenbündel, Kopfbedeckung, yeah, Handschuh. Und Ausrüstung, Stiefel und Schuhe, yeah. Erweiterung, Primitiv, Stoffständer haben wir schon. Verbesserung, Spinnrad. Webstuhl, Webstuhl, Webstuhl. Okay, super. Also haben wir gar keine andere Chance, als mit Alain Quatermain zu quatschen. Rezens. Oi. Rezens. Ätzenshändler Reutz. Dränge. Können wir uns nichts von leisten? Können wir uns nichts von leisten? Steuer. Nautische Atmosphäre. Das ist ja toll. Okay, 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 okay. Okay, 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 okay. Ressourcen wollen wir gar nicht reingucken. Und dann gibt es noch Harriette. Früh am Morgen kommt sie aus dem Bett. Ja, die gute Harriette. Schutzwaffen, okay. Weltkarten, aha. Aufsteigende antiquarische Karte. Dieser Gegenstand umfasst gewisse nicht freigeschaltete Anforderungen. Und diese Gegenstände im Laden. Mhm. Das heißt also, wir müssten höchstwahrscheinlich die Gruftkarte. Nee, die sind ja beide so, okay. Ah, den brauchen wir. Und jetzt können wir die Weltenkarte kaufen. War doch irgendwie klar, oder? So. Ressource, Containeröl, Ressource. Okay. Super. Hey, geh mir aus den Füßen, ey.
So, wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Ah, da kommt schon wieder so ein Arsch. Sprechen Sie mit Alain Quartermain. Wo ist der? Und wo bin ich hier? Schiff Pearson. Wenn Sie sich denn da mit geschwellter Brust... ist nix. Verzeihung? Ach, spielen Sie ja Scherz, das war eine Güte, das war ausgesehen, bla bla, Schiff, die Wächterin dieser Gruft, nee, kann ich helfen? Gruftwächter? Strenge Aufmerksamkeit, schlaflose Nächte, meistens bla bla, an den Tagen töte ich ein paar Gebundene, bevor es zwischen... okay. Wie sind Sie zu dem Namen Schiff gekommen? Wenn Sie fragen müssen, dann haben Sie Glück gehabt. Cool, okay, ich sollte gehen, danke. Tschüss. Schiff. Okay. Der Desert, der Wald und eine Sumpflandschaft. Okay, cool. Interessant. Interessant. Avocado, ja, das ist ja... wow. Stimmt schon matschig. AQ dürfte dann Alain Quartermain sein. John! Hey, da ist noch ein John. Hey, John! Gucken wir uns erstmal um, ne? Das ist wohl ein Servatorium. Und ob das ein Servatorium ist? Okay. Benjamin, David, Amelia, Mankoba und Stute. Ach nee, Sute. Sute. Freddy! Hey, Alter! Kratze. Emir. Ah, cool, okay. Okay, ich gehe zu AQ. Was? Danke, John, für den Stream. Euch noch einen schönen Abend. Gute Nacht, bis später. Winke, winke. Winke, winke. Winke, Tabi. Grüße an Ochi. Hey! Sprit! Spirit! My Two Spirits betritt den Raum, liebe Freunde. Packt die Wertsachen weg. Ey, Quattermann! Der unzweifelhafte Fötor des interweltlichen Raums. Du, die ganzen anderen, die da gerade eben so an mir vorbeigedüst sind, denen hast du das Gleiche erzählt. Also geh mir dir doch nicht auf den Sack, ey. Ich bin AQ. Könnte auch Hyper singen, aber das tue ich nicht. Sie sind also der alte Bastard Quartermain persönlich. Und kein anderer. Dies ist eine der Gelegenheiten, bei denen ich mir Frau seine Rune im Burner singe. Oh Gott, ey. Ich muss fragen, hat sie zur Wacht gebracht? Sie würde gerne bla bla. Ich bin hierher gekommen, hat ihm dauerhaft das Portal zur Wacht gesichert hatte. Okay. Ein dauerhaftes Portal? Verzeihen Sie meine Skepsis. Aber so etwas gab es seit der Katastrophe nicht mehr. Oh, außerdem sind Sie kein Weltenwanderer oder Geokanist und tragen trotzdem unsere Taschenuhr und das Handbuch bei sich. Ich habe mich hierher durchgeschlagen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich es schaffen würde. Mein Fay half mir. Ich saß in der Klemme und hatte für die Werkzeuge wesentlich mehr Verwendung als die Leichen, denen ich sie entnahm. Die Tatsache, die Werkzeuge nutzen erfüllen, bla bla. Fahren Sie mal vor, was Schissblei? Irgendeine Wüstenlady, eine Journalistin, sie bestand darauf, dass ich herkomme. So, hier komm. Nelly,
Ach Gott, bin ich erleichtert, Ihren Namen zu hören. Ich bin kein Mann des Gottes und soll ich auch nicht. Was kommt als nächstes? Ich muss genau wissen, du kannst dich mal kreuzweise. Wir reparierten. Ich bin nicht sicher. Monsterteile wurden in einer Art antiken Triebwerksapparat gestopft. Er schlug Bestien und nutzte ihre Innereien, um den rostigen Portalstabilisator wiederherzustellen. Genial. Ach, das muss ich zugeben. Sämtliche Kalkularia-Technologie hat eine Verbindung zu der Welt. Tatsache. Oh ja. Der Dank gebührt Nelly allein, nicht mir. Nelly the Elephant walked away. Ich tat nur, was in meiner Macht. Ich tat nicht wegen des Ruhms. Ah, genau. Das nehmen wir. Schnellreise zur Wacht freigeschaltet. Glückwunsch, Sie haben die Wacht erreicht. Sie können nun über das Kartenmenü jederzeit per Schnellreise hierher gelangen. Doppeldaumen hoch, oder? Entschuldigung. Ich würde also sagen, dass Sie die Werkzeuge, die Sie bei sich tragen, verdient haben. Also werde ich zu meinem Wort stehen. Kraft meines Amtes als leitender Entdecker erkläre ich. Hallo, Quatermain. Sie hiermit offiziell zu einem Weltenwanderer und heiße Sie als Mitglied der Royal Cosmographical and Ignorance Scientology willkommen. Ich habe Ihre Taschenuhr mit der Frequenz der Wacht synchronisiert, so können Sie kommen und gehen, wann Sie wollen. Deswegen rennen hier die ganze Zeit irgendwelche anderen Spieler vorbei, das ist zum Kotzen. Damit sollten Sie hier kommen und danach näher und wir sind zurück, egal wo. Das ist cool. Cool. Welch große Ehre. Wir haben ziemlich viel Vertrauen, das wäre nötig gewesen vor einigen Wochen. Betrachten Sie es eher als Verantwortung, als Ehre. Ja, weißt du, wenn du mir eine Ehre erweist, dann habe ich eine gewisse Verantwortung. Was ist das denn für ein Satz? Ich bevorzuge Werk. Ah, okay. Verraten Sie mir, ob Sie draußen im Feld zufällig genützliche Ausrüstung bevorzugen oder effiziente Ehre zugunsten der magikalen Erweiterungen opfern. Aha. Nützliche Standardwerkzeuge, okay. Ach, wie ich sehe, sind wir diesbezüglich vom gleichen Schlag. Hier, ich habe die Entwürfe selbst ausprobiert und ich kann für die Tauglichkeit der Dinger kann ich echt bürgen. Ich bin mir total sicher, dass sie jetzt dafür Verwendung haben werden. Pff, nur gut, wir reden zu viel. Ja, das sehe ich auch so. Und ich habe meine Zunge langsam erschöpft. Meine auch. Schlimmer noch, ich kann bereits an peinlichen Bewegungen ihrer Mundwinkel erkennen, dass sie einen Danke herausstottern möchten. Hier. Entschuldigung. Es gibt nichts, was ich mehr hasse, als irgendwelche Anerkennung entgegenzunehmen. Ja, das kenne ich. Bist mir jetzt, AQ, bist du mir doch ein wenig sympathisch. Ja, sie haben Lust zu feiern? Ne, berechtigterweise. Ich würde gerne ein vernünftiges Bausystem haben, an dem die Decke nicht so aussieht wie hingekackt. Einrichten. Nee, das finde ich geil. Ich komme wieder, wenn ich mich zurechtgefunden habe. Es hat keinen Sinn, das Ganze noch länger herauszuzögern. Eine tägliche Dosis Hedonismus könnte Ihnen gute Dienste tun, Weltenwanderer. Aber ich weiß Ihre Beflissenheit zu würdigen. Hat er nicht eben noch erzählt, seine Zunge wird schwer und er quatscht zu viel? Ich habe jetzt vier Kapitel weitergeklickt. Die permanente Verbindung, die Sie zwischen dem Wissen und der Wacht erstellt haben, verschafft uns einen direkten Kanal für die Rekrutierung. Aber ich fürchte, Sie haben unsere Lage im Hinblick auf unsere Sicherheit damit gefährdet. Nelly. Inwiefern haben wir die... Ja, das ist doch klar. Lipuridon. Oh, cool.
Unter der großen Halle entdeckten wir drei Portale, die eine esoterische Grufttiefen führen. Ah, geil, in esoterische Grufttiefen. Zu unserem Entsetzen stellten wir fest, dass es keine gewöhnlichen Gruften sind, sondern als Gehege für wilde Kreaturen an der Spitze der Nahrungskette dienen. Oh, oh, da kriege ich gut auf den Arsch. Sie könnten bis dato nicht entkommen. Portal ist weg abgetrennt. Oh, Entschuldigung. Ah, aber Quartermain ist echt spannend. Gewissermaßen, ja, bla. Jedes Mal, wenn Sie Ihren Unterschlupf betreten, haben Sie die Chance, Zwischenkörper zu zerstören. Doch die Seelen der Kreaturen bleiben Ihnen verwehrt. Okay. Und die Essenzen kriege ich, ja? Wo ist eigentlich meine Nancy? Ich schaffe das nicht alleine. Erwarten Sie, dass ich meine... Was, schikanieren Sie alle neuen Kömmlinge so? Ganz hat schon eine, bla bla. Hand in Hand, Geschichte, weiterkämpfen. Ja. Händler namens Barnabas. Der Dent. Ja. Okay. Miss Jones. Ja, okay. Schiff Pearson. Nicht umsonst heißt es in unserem Edikt Ducit nos amor ignoti. Alles klar, Mann, ey. Alles klar, alles klar, alles klar, alles klar, Mann, ey, Mann. Hey, John. Hallo, John. Hast du ein bisschen zu viel getrunken, hä? Okay, also wieder zum Dent. Ach, ein Stammkunde. Ich war einmal da, dann bin ich schon Stammkunde, ey. Ausrüstung verbessern, ist ja geil. Und wenn Sie vorsichtig, wenn ich seine Läden einkaufen kann. Demnächst, mein geschätzter Kunde, aber manche Dinge darf man einfach nicht überstürzen. Mein Laden ist dann noch nicht eröffnet, aber. Will Blick drauf werfen. Aha, okay, cool. Oh, wir haben eine Kristallkugel, die können wir jetzt ja mal befragen. Der Hund ist weg. Entschuldigung. So, der Dent hat uns eine Kristallkugel und eine fette Jacke gegeben, irgendwie so. Danke und tschüss, Mann. Dann Peter Smith Jones. Wo war denn der? Habe ich den schon irgendwo gehabt? Peter Smith Jones, Sendern oben, ne? Weil hier unten war die Schiff. PSJ. Haben wir da irgendwo ein PSJ? Ach, scheiß was drauf, ey. Wir gucken jetzt nochmal. Obwohl, das könnte der am Eingang gewesen sein. Okay, alles klar. Okay. Kann ich die eigentlich rekrutieren oder was? Entschuldigen Sie das Chaos. Wir richten uns hier gerade ein. Okay, das ist super. Habt ihr noch einen Kaffee für mich, Mann? Essenshändler Roy. Wo ist meine Nancy? Die hat echt coole Sachen. Das ist Ellensworth. Hm. Aha. Wieder da, meine Güte, sie müssen ja bla bla. Wie kann ich helfen? Okay, ich sollte gehen, schließen. Wo ist denn der Typ?
Hier ist niemand mit Dingens. Da ist Nancy. Nancy. Niemand mit dem Namen Smith Jones. Einfach mal hingehen, mal gucken hier. Wo sind wir denn? Mhm. Ach, Agatha Harris, mit der hätten wir auch noch reden können. Geh dir raus! Geöffnet werden. Höflich warten. Kompasswelt. Jedenfalls am Blesser. Kompasswelt selbst. Ah. Dann waren sie ja noch nie in Nightingale City, okay? Alles klar. Tschüss, mach's gut. P.S. Marriott. Wo ich denn jetzt gerade PS gesehen? BD? Da ist PS. Peter Smith Jones. Hallo Hund, wieder da. Ja. Dann machst du dir mal bequem. Moment, Zeit, wenig Geschichte, Vorgänge, bla bla. Frischer, ich hatte Geschichten immer parat, falls es hilft. So, bla bla. Ein bisschen Honig ums Maul. Hat er kapiert. Und auf jeden Fall unter Gott, Unternehmergeist. Die Wilhelmina Sasser. Was wollten Sie mich dann fragen? Jede Welt, die ich durch, gefährlicher als die davor. Ich sah Feebauten, die alles auf der Erde in den Schatten stellen. Ich durchwanderte die alten rituellen Stände des Roten Kreuzes. Nö, das brauche ich ihm noch nicht verraten. Tant. Junge, ich habe friedlich mit den härtesten Kreaturen dieser Welten gequatscht. Er braucht also fantastische Geschichten, ja? Also so Kampfgeschichten. Kriegst du aber von mir nicht, Mann. Bin sicher, sie sind dennoch ein feiner Journalist. Fischen kommt und keinesfalls zu kurz. Vielleicht sollten wir aufhören, Leuten wie mir auf die Pelle zu rücken. Haben Sie irgendwelche Neuigkeiten? Möglicherweise. Boah. Botschaft, Plätzeforscherin. Eigentlich wollte ich noch was anderes fragen. Vergessen Sie es. Der Sender der Kurier genießt nicht gerade überall den besten Ruf.
Aha. Leute wie Miss Bly werden mit ihren trübseligen Artikeln über Politik und Zwietracht fortfahren. Aber wenn die Leute der endlosen Ungerechtigkeiten überdrüssig werden, ist der Sunday Courier da, der ihnen mit reißerischen Affären und Skandalösen... Also die Bild. Das ist Sunday Courier, ja? Mann zerhackte Frau. Bild sprach zuerst mit dem Hackfleisch. Mit dem Burger. Komm hier. Entschuldigen Sie. Schiff, ich komme. Du schienst mir echt eine nette Person. Ich komme. Oh, mein Schirm funktioniert hier nicht. Ey, du brauchst hier den Schirm gar nicht. Wieder da, meine Güte, sie müssen ja masochistisch veranlagt sein. Ja, ja, total. Quartermann meinte, ich soll mit ihnen sprechen. Zu Recht, nichts betritt oder verlässt. Ich werde sie. Ich brauche also ihre Erlaubnis, um einzutreten. Mit dem Messer könnte man sich nicht mal mit einer Maus abbilden. Quatsch. Ja, er erwähnte, dass sie einen Rat für mich haben könnten. Ja, das ist schon besser. Warte in die Gruften. Okay. Fahren Sie ruhig mal fort. Teil ausgelassen hat. Mhm. Hier hinter dem Portal liegen gefährliche Verlies voller Fähigfallen. Okay. Was ist mit den Zwischenkörpern? Ah, ne, oder nicht? Hier zu Tierzerstörung, wenn es auch geht. Was? Oh, Apex-Kreaturen, okay. Ja, ich habe wohl keine andere Wahl. Die großen Gruften enthalten extrem wertvolle Ressourcen, werden allerdings auch von mächtigen Kreaturen bewacht. Weltenwanderer können in großen Gruften auch andere Weltenwanderer treffen. Ach Gott. Tun sie sich mit anderen Weltenwanderern zusammen, großen Gruften zu erobern. Ne, habe ich überhaupt keinen Bock drauf, ey. Ich habe keinen Bock drauf, hier mit irgendwelchen Nullipullis, Wunni-Hunni-Punni zu machen. Ach komm, gehen wir mal einfach in irgendeine Gruft rein, ey. Gucken wir uns das mal an. Wenn, oh, das geht aber schnell. Mhm. Unbekannte Welt. Mhm. Nancy! Achtung, Nancy! Nancy, ich komme! Hier sind auch noch andere. Oh, guck mal. Cool. Ach Gott, nee, ey. Na, die sind nicht hinter mir her. Ja. Oh ja, wertvolle Ressourcen. Hey, komm mal her. Hey, komm doch mal her.
Wow, cool. Geh dir mal vor, der Letzte steigt als Erster aus dem Bus. Ach Gott. Intelligenzding. Und jetzt drückt einer falsch und das andauernd. Und dann haben wir andauernd hier die Kacke am Dampfen, ey. Was Sache. Ja, geil. Hi, Nancy. Also, weißt du, wenn viele Gegner zu besiegen sind, ist das ja cool, aber jetzt hat man... Ja, das ist ein Känguru, genau. Jetzt hat man hier eine Logikaufgabe zu lösen. Das heißt also, man müsste erstmal in Ruhe warten, sich angucken, wie die Dinger abgehen. Aber wenn dann hier natürlich jemand falsch drückt, dann kommen sie direkt alle. Und da kann sich natürlich jetzt auch jemand einen Spaß draus machen. Und andauernd an so einem Ding stehen und das einfach drücken. Dann haben wir andauernd Viecher. Oh. Oh, mein Rucksack ist voll. Dann geht das auch noch so schnell. Geil. Aber die waren gut. Die waren lieb, die Leute. Ausrüsten. Ach, das ist das Oberteil, okay. So, das heißt, wir können jetzt in die nächste, ja? Coole Leute. Hut ab an euch alle. Wirklich, finde ich gut. Aber ich glaube, wenn möglich, hole ich mir jetzt erstmal noch die anderen. Aua. Aua. Ich meine, ich bin ja jetzt schon mal hier, ne? So, danke. Und ab in die nächste Welt. Wie war das? Der Letzte steigt als Erster aus dem Bus aus, ne? Ich würde gerne helfen, aber... ja. Hier kann man kurz rasten, das ist cool. Aber das ist doch so, dass wir einmal ein Platzhalterfleisch essen. Nee, das sind alles Real Player. Das sind keine NPCs, das sind alles echte Spieler. So, was geben wir denn der Nancy? Weil die dürfte noch Platz haben. Ach, scheiße. Ich gebe erstmal das rüber.
Wie kommt es, dass ich das mache? Ich habe keine andere Wahl. Das ist ja leider so ein Drecksspiel. Kundschafterstiefel. Cool. 105. Nancy, ich kann dir auch noch gute Klamotten geben, obwohl ich nicht weiß. Ich glaube, dein Kleid ist besser als das, was ich dir geben kann. Lass mal gucken, Nancy. Dein Kleid hat 78, der hat 130. Und sogar noch ein Perk drauf irgendwie. Sieht gut aus. Komm, lass uns schnell rübergehen, Nancy. Bevor das zu ist. Lalalala. Ist natürlich für so ein Arschloch wie mich echt cool, ne? Wenn die hier aufräumen und ich mir nur noch den Krempel hole. Hier gibt es aber auch noch rekrutierbare. Okay, wo ist der Weg raus? Da oben ist das Ding. Okay, cool. Ich muss mich mit den anderen jetzt höchstwahrscheinlich durch die Dungeon prügeln. Und dann die legendäre Apex-Kreatur killen. Jetzt muss ich aber erstmal den Ausgang finden. Bin ich eben hoch, ne? Ich höre aber auch nichts. Ach, da hinten. Ja. Also, hier ist noch was im Gange. Holen wir uns mal eine Gunst ab. Danke. Hast du gesehen, Lily Lilith? Da. Ach nee, das war Lily Ashcroft. Ah, okay, die haben es offen. Cool. Liken Urkornbrot. Ach nee, Liken. Aha. Ach so, das sind Ressourcen, um das Ding hier zu reparieren, okay. So, wo ist die Tür aufgegangen? Da hinten. Nancy, komm. Komm, Nancy, komm, 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 Nancy. Puh.
Hier sind wir doch hergekommen, ne? Ich höre hier immer noch irgendwo was. Ah, da hinten. Ah, so eine Gunst habe ich, okay. Okay. Ah. Ah, das ist also diese Apex. Kreatur, okay. Oh, da macht ja echt viel Schaden. Wow, cool. Ich würde sagen, wir konzentrieren uns hier auf Jana. Ja, er lad immer nur einen nach. Das ist ganz toll. Naja, gut. Ich habe ja Unterstützung. Außerdem sterbe ich gerade an Krankheit. Nancy? Nancy? Bist du noch da? Danke, Nancy. Kann ich hier noch jemanden beleben? Ich bin scheiße krank, die muss erstmal abdingsen. Okay. Nancy, du hast der Power. Der Dauerpower. Okay, das war also eine Apex-Kreatur. Ohne den einen Jumbo mit seiner Knarre, der da die ganze Zeit drauf geschossen hat, hätten wir hier wohl kaum jemand echt eine Chance gehabt. Also ich habe zu spät reagiert wegen der scheiß Krankheit. Oh, und das musst du jetzt machen, damit du die Punkte kriegst, damit du Sachen freischalten kannst. Wow. Ja, toll. Ich habe noch mal Glück. Hi, Leute. Oh, cool. Na ja, damit. Braucht jetzt noch mehr auf, oder was? Oder wie? Nancy, wollen wir nach Hause gehen? Ja, super. Wow. Wow. Eowyn. Ein Warnschild hätte nicht geschadet. Naja, ich meine, wenn man so ein bisschen durchliest, dann wird einem schon klar, also die Schiff sagt ja, dass man dann da mit anderen Weltenwanderern ja, so ein Ding machen muss, ne? Ja, sagt die ja. Immerhin, wir haben 275 Essenzen von den Violetten. Danke an alle, die jetzt gerade mit mir in diesem Ding waren. Ich habe ja nicht da viel dazu beigetragen. Hi, der Server lag wie Sau. Ah. Ah.
Ah, zum Achtreisen Rückzugsort. Na, eigentlich will ich mir erstmal was kaufen. Nein. Eigentlich hätte ich gern... Na gut, 400 bräuchte ich insgesamt für die Dinger. Müsste ich auf jeden Fall nochmal rein, damit ich mit anderen hier durchgehen kann, mir noch ein paar Essenzen holen. Boah, ey. Der hat nur Klamotten, ne? Boah, ist das ätzend. Warte mal, Grundlagen reparieren. Frage mich gerade, was soll ich kaufen? Habe ich ein paar. Die darf ich auch noch nicht, weil mir da Sachen fehlen. Gee. Die auch noch nicht. Nutzt mir nichts. Steht aber leider auch nicht bei, was man dazu braucht. Was ist denn mit dem Dent, der doof? Bringt mir alles nichts, da irgendwas von zu kaufen. Dieser Gegenstand umfasst nicht freigeschaltete Anforderungen. Da ist die ausgezeichnete Werkbank, die will ich haben. Okay, damit haben wir schon mal eine geile Werkbank. Ich will nichts machen. Nichts von dem Krempel, den wir hier haben, können wir verkaufen. Ah, ich soll mit Schiff Pearson reden. Okay, dann. Boah, der Server leckt wie Hulle. Das ist also, wir rennen da jetzt rein, rennen durch, holen Dings und das war's. Dann rennen wir rein, dann rennen wir durch, holen Dings und das war's. Ja, Einschleim. Habe ich nämlich gerade gedacht, ein bisschen Einschleim kann helfen. Ah,
jetzt müssen wir wieder mit Alain Quartermain reden. Das tun wir noch. Ach, du bist um die Ecke gelaufen und plötzlich wurdest du geportet. Ja, das ist natürlich scheiße. Aber ich meine, wenn du so ein Glück hattest wie ich, dann ist das doch okay, mein Gott. Ja. Ich habe Jänner getan. Habe ich doch gar nicht, ey. Ich vertraue ihnen nicht mehr. Okay, danke, dass sie mir die Geschichte anvertrauen. Das ist so, ah, Truhe mit Füßen. Ja, super. Wir haben eine Truhe mit Füßen bekommen. Hey, Freunde. Wir gehen jetzt erstmal nach Hause. Müssen wir keinen Honig umnehmen, ne? Sollen wir natürlich wieder Ressourcen besorgen für Agatha, die irgendwie an der magikalen Seuche leidet. Wird sie irgendwo sein wie Tripper oder so. Vor dem Turm am verdorbenen Portal finden. Ach ja, hier draußen, die war das doch. Aber hieß die Agatha? Ja. Ja, das war die Agatha Harris. Draußen am Portal. Achso. Nein? Doch, das ging oben rum, ne, oder? Könnte man nochmal raus, ne, oder? Oder stehen hier nur die ganzen Stoppel rum? Ne, hier stehen nur die ganzen Stoppel rum, okay. Puh, ja, ja. Hier sind wir hergekommen, ne? Ja, und da hinten. So sehe ich ja auch aus wie die anderen. Der Server laggt wie Hulle. Was brauchst du, Harris? Aufgestiegen, bla bla. Alright, I'll return with what I find. Und dann. Reisen Sie zu, eine aufgestiegene antiquarische Welt. Okay, das ist nicht hierdurch, oder? Das könnte. Verbrechen. Das könnte echt was sein, was wir herstellen können. Und Verzauberungen, ne? Aufgestiegene, ausgezeichnete Sturmkarte. Antiquarische Karte. Da ist sie. Aufgestiegene antiquarische Karte. Können wir herstellen. Crafted at benches with the following traits. Ausgezeichneter Verzauberungsfokus. Fokus, den können wir noch nicht herstellen. Weil wir den ausgezeichneten Verzauberungsfokus nicht haben.
Und so wie das aussah, konnten wir den auch noch nicht herstellen. Truhe mit Füßen. Die hat wenigstens 55 Kapazität. Scharnier Goldbarren. Gold habe ich noch nicht gefunden. Bringen wir dann bestimmt in dieser fucking Fuckwelt. Den haben wir uns gekauft, die Schmiedeesse. Und dann haben wir eigentlich auch die supergeile Werkbank. Wo ist die? Wir haben nur den verbesserten Verzauberungsfoto, Fokusfoto. Mhm. Da ist die verbesserte Werkbank. Cool. Aber die haben wir doch schon. Die verbesserte Werkbank. Das war eigentlich die ausgezeichnete Werkbank, ne, oder? Ich muss nochmal kurz zu den Typen. Puh. Ah, beim Iotnas, also bis zum Iotnas ist es geschafft und dann warst du beim Dauersterbe. Im Dauersterbemodus, ja, okay. Hat's ein Todesabo. Ausgezeichnete Werkbank. Was für Gold? Du, eine Goldwaschanlage, ja, die habe ich. Ja, ja. Ja. Ich weiß nicht, wo wir das Erz, wo wir Golderz finden. Noch nicht, aber wir könnten theoretisch diese Karte herstellen, wenn wir... ne, hier ist er nicht bei. Ausgezeichnete Werkbank. Da ist sie doch. Alles klar. Okay, cool. Kunstvolle Gießkanne ist noch nicht freigeschaltet. Wir haben dann robuste Werkzeuge, verbesserte Holzaxt haben wir doch schon. Die Frage ist, robust besser als Dingens oder? Hier haben wir auch andere Verbesserungen dazu bekommen. St-
Stimmt, das Steuerrad haben wir uns geholt. Steht aber auch nichts bei. Sonnenuhr primitiv und wir haben jetzt noch eine bessere Sonnenuhr, ist aber im Endeffekt dasselbe. Ach ja, die Kristallkugel haben wir noch bekommen, ne? Ja, die rituelle Kurio-Konfiguration konnten wir auch schon vorher. Aber wir können jetzt die auffällige Captains-Jacke. Cool. Habe ich den Handhobel schon mal gebaut? Kann sein. Ah, das meinst du, ne? Die Goldwaschschleuse. Aha, kunstvoll. Aber es ist nur eine Erweiterung im Endeffekt. Da können wir hier eigentlich nichts mehr machen. Moment, außer reinrennen und eventuell töten lassen. Ja, und dann haben wir bei dem Game einen Punkt erreicht, wo ich sagen muss. Aber ich freue mich irgendwie auf die komische Welt, die wir aber im Moment noch gar nicht bereisen können, weil wir die Karte nicht erstellen können, weil wir dafür den Dingens brauchen. Und wir noch nicht, also ich noch nicht herausgefunden habe, was die Voraussetzung ist für diesen mega Verzauberungstisch. Weil da steht ja nur, das braucht irgendwelche anderen Voraussetzungen. Manchmal kann man es ja so, kann man ja so Rückschlüsse ziehen. Aber da, keine Ahnung. Wir haben alles auf dem höchsten Stand, was wir im Moment machen können. Und der höchste Stand bei uns ist verbessert. Und dann gibt es jetzt da wohl noch ausgezeichnet. Also wenn wir jetzt mal eine ausgezeichnete Werkbank hinstellen, mal gucken, was wir noch so bauen können. Aber ich überlege echt, ob wir nicht gleich eine kleine Kaffeepause einlegen und dann mit Banishers weitermachen. mit 80 anderen in irgendeinem Dungeon und dann Bosskreaturen killen, ist nicht so ganz mein Ding. Wie gesagt, also ich würde jetzt gerne noch gucken, was so kommt und ich bin eigentlich ziemlich zufrieden mit den Dingen, die wir jetzt freischalten könnten. Aber nicht können, noch nicht. Ja. Und wir warten natürlich auf den Server. Oh, wir sind an... nee, okay, Welt wird vorbereitet. Ich meine etwas. Also hier, da, ich nicht lügen, da stehen. Welt wird vorbereitet. Aber ob das wirklich so ist, ist wieder eine andere Frage, weil wir warten eigentlich noch auf den Server. Ja, ich weiß nicht, wie seht ihr das? Gleich, wenn wir hier ein bisschen was gemacht haben, Kaffeepause und dann eine Runde Banishers. Allzu lang kann und möchte ich heute auch gar nicht. Aber bei Banishers hatten wir doch so einen Cliffhanger, oder? Das wird dann aber fucking interessant, wenn die, wie sie wollen, wird dann fucking interessant, wenn die das wirklich für Singleplayer umsetzen. Bin so enttäuscht von dem Bausystem, ey. Aber egal, es kann nicht immer so geil wie Enshrouded sein, ne? So. Bum, 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 bum.
Geschnitztes Holz 8-mal und mechanische Zahnräder 2-mal. Okay. Ja, ich will aber jetzt das Kanus nicht verballern. Eisen will ich auch nicht verballern. Dann machen wir mal ein paar Barren, ne? Zinn und Zink möchte ich im Moment auch noch nicht verballern. Und vom Schimmer habe ich im Moment zu wenig. Ich habe keinen Schimmer. Hier, das dürfte... Ah, nee, Magnesium will ich da, okay. Ach so, wir müssen sowieso erstmal... Die werden wohl... Doch, ein paar davon haben wir sogar schon hier in der Kiste. Das Glas Quarz, okay. Test-Item. Samen, Kaffee. Geil. Wir haben endlich Kaffeesamen. Goldholz. Lotentoten. Da haben wir Lotentoten. Pigment. Ach doch, hier, warte. Pigment. Zack. Munition. Tränke. Was ist das? Kritischer Schaden. Okay. Cool. Wie dürften wir denn sogar 3 Zauber draufpacken können? Nancy, was hast du denn alles noch eingepackt? Komm mal kurz rüber. Eisenerzbaren, erzbaren Silber. Cool. Vokalscherbe, Diamant. Kupfererz hat ich hier gegeben. Streben auch, okay. Das kommen, dass ich sowas erstmal hier reinschmeiße. Ja, Knochenjana, Fleischjana. Oh, dann habe ich eben das Jana-Fell weggepackt, ne? Benannte Gegenstände und höchst wertvolle Sachen tun wir dann einfach mal hier rein. Wie zum Beispiel auch sowas hier. Oh, ich lasse es mal da dran. Dann haben wir hier noch Barren. Jetzt Barren. Gewöhnliches beschichtetes Papier. Chitin Käfer Klasse 2. So ein Zeug habe ich hier drin. Bei den Talismanern werde ich keinen Platz mehr haben. Oh, einer hat gepasst. Cool. Assassinenauge, Verzauberung, Beben und Nachwachsen. So, hier haben wir aber auch keinen Platz mehr. Ne? Aber ich muss den Krempel mal aussortieren. Ja, dann kommt ihr erstmal mit hier rein. Tut mir leid. Und dann haben wir noch Blümchen. Wie Fensterbrett. So. Und Sämekes, passen die nach? Achso, das war der Kaffee, der passt hier natürlich nicht. Obwohl es auch Fest-Dings. Okay, so.
haben wir ein bisschen aufgeräumt. Okay, gut. Wir haben halt geschnitztes Holz und mechanische Zahnräder. Dafür wollte ich ein paar Barren machen aus Zeug. Geschnitztes Holz. Wie viel? 8. 3 oder so haben wir. Ne, 16 haben wir sogar. Perfekt. Hier ist aber ganz schön groß, die Werkbank. Die nimmt den, den und den Platz weg. Scheiße. Gut, der Bratenspieß, der ist sowieso Quatsch da. Die käme dann sowieso weg. Hier steht aber Krempel drauf. Dann dürfte die ja gleich passen, ne? Weiß mal. Ja. Cool. Steht falsch rum, ne? Schon. Mal das noch durchgehen. Ist gerade durch. Okay, cool. Dann kann der gleich gerne weiter herstellen. Und da haben wir unsere ausgezeichnete Werkbank. Cool. Okay, die einfachen Sachen bla bla. Und die zuklappen können wir. Obwohl, was haben wir denn davon nicht? Schleudersichel, Steinmurmel, Bergmannspickel, Hammerschirm, haben wir alles. Ja, wir haben aber den verbesserten Rituale Samenzucht, der ist immer noch dabei, das ist gut. Der aristokratische Schirm ist ein Werkzeug. Kunstvolle Sichel, kunstvolle Bergmannspickel haben wir schon. Dann scheint aber die robuste Sichel besser zu sein. Man bekommt ja keine Informationen. Man bekommt eine Stationsinfo. Klingestab, Umwicklung. Klingeknauf, Zierelement. Echt die Frage, was da besser ist. Weil wie gesagt, eigentlich ist verbessert. Wir haben hier sogar schon die veredelten. Den veredelten Kletterpickel. Verbesserter Bergmannspickel, verbesserte Holzaxt. Können wir denn hier veredelt herstellen? Schlecht aus, ne? Doch, da ist er. Okay, dann ist der schon mal raus. Kugel, okay. Wir können beide Munitionsarten herstellen und auch den Revolver. Robust ist neu. Ich würde glatt mal so ein robustes Ding herstellen. Bergmannspickel vielleicht. Bin dann halt mal mit einem normalen Vergleich. Ja, guten Hunger. Pickelkopf, ach, deswegen. Haben wir sogar. Ich habe sogar schon mal einen hergestellt.
Schafft Knauf. Okay. Schafft, da müssen wir einen Stab, glaube ich, herstellen. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Da haben wir. Klingen. Das ist ein Stab. Da müssen wir ganz kurz gucken. Schafft, ne? Wo stellen wir den her? Nicht hier, dann wird er hier hergestellt. Noch Schaft. Benötigt nur Barren. Okay. Wird aber am Dings hergestellt, ne? Ah ne, hier, okay. Netzbarren, okay. Könnten wir eigentlich auch direkt herstellen. Müssen wir auf keine Ressourcen greifen. Nein, mach weiter. Hat er den Knauf jetzt nicht hergestellt? Ach Quatsch. Hat er ja noch nicht. Kann er ja nicht. Der braucht zwei. Ah, okay. Jetzt gerade einen Heiltrank getrunken? Ah ne, er spielt damit rum. Was denn, dass man nicht mit Heiltränken rumspielt? Da wird man blind von. So, lass mal gucken. Wo ist er denn? Das ist der. Okay. Dürfen wir jetzt nicht direkt vergleichen. Aber der hat Robustheit direkt plus plus. Mit Banisher und Kurz. Ja. Ja, ich bin auch noch hin und her gerissen, weil Wauzi, Mutti ist nicht zu Hause, ist Wauzi immer so ein bisschen. Ob ich nicht eventuell sogar Feierabend mache gleich. Die hat einen Verbesserten. Der ist sogar schon ungewöhnlich. Also ist der Robuste anscheinend schon ein ziemlich geiler Bringer.
Da wollte ich hin. Direkt 99, okay. Item Level 147, dann ist es aber auch nicht viel mehr. Dafür bräuchten wir dann die andere Werkbank, also die Aufwertungsbank, ne? Mhm. Hat leichte Unterschiede. Also Nahkampfschaden hat er 447. Kritischer Schaden hat er unten nochmal 1,8. Magikalschaden 54. Kraft 48,6. Aber damit kriege ich noch keine 200er Sachen kaputt, okay. Gute alte verbesserte Werkbank. Also robust ist auf jeden Fall robuster. Robuster, robuster, robuster. Ja, ja. Gut, aber da hat man jetzt nichts anderes dabei. Müsste ja dann alles ausgezeichnet haben. Hier sind wir eben schon mal relativ durch und ich weiß immer noch nicht, wo ich eine magische Linse herbekomme. Die ist noch kleiner. Da ist die normale Sonnenuhr. Das hier ist dann die Sonnenuhr. Ja, cool. Professionelle Presse, die ich oben stehen habe. Nee, doch nicht. Ich dachte gerade, die würde uns eventuell... Aber schaltet sie nicht. Schaltet uns im Moment nur den verbesserten Hammer frei. Mystische Kunstvoll. Mhm. Ja gut, aber für die Nähstation sollten wir dann Glaskugel herstellen. Wo hat die denn gerade hingegrünt? Aha. Bezieht aber auch von der Werkbank. Oder besser gesagt, beeinflusst auch die Werkbank. Das weiß das manchmal selber nicht, das Spiel, ne? Was brauchen wir denn für die? Bronzebarren, Diamantglas und... Filigranarbeit. Filigranarbeit, sowas würden wir hier machen. Weil hier gibt es dann Zierelemente, aber A, B, C, D, E, F. Hier gibt es noch keine Filigranarbeit. Das heißt also, wir bräuchten die weitere Feuerschale. Können wir das Ding erstmal vergessen. Okay. Schade eigentlich. Kanone.
könnten die kunstvolle Holzaxt freischalten, aber der Hobel steht hier schon irgendwo. Nee, habe ich noch nicht gebaut. Er bezieht sich wieder auf die normale verbesserte Werkbank. Ach Quatsch. Lass es mal gucken. Bauholz und Barren. Halt. Das war falsch. So rum, das dahin, das da rein, das hier rein, das da raus. Ja, von mir ist auch eins. Da ist sie. Kunstvoll. Ah, kunstvoll ist also wirklich noch ein Stückchen weiter als robust. Aber dafür brauchen wir Filigranarbeit, okay? Ah, Filigranarbeit. Die Fae verziert und kennzeichnet ihre Entwürfe. Also, es braucht Geschick und Fingerfertigkeit, um die Kunst nachzuahmen. Und Draht in winzige Spiralen und Netzmotive zu biegen. Okay. Irgendwas für die Filigranarbeit brauchen wir dann. Alle kunstvollen Sachen werden dann 100%ig mit Filigranarbeiten hergestellt. Und die können wir noch nicht herstellen, Filigranarbeiten. Einfache Gegenstände, Kochen, Herstellen, Verbesserungen. Werden doch Zwirn, aber das sind eigentlich alles nur Sachen, die wir herstellen können. Kleidung. Kochen, Munition. Schusswaffen. Filigranarbeit. Ha! Wir haben doch die Schmiedeesse geholt, ne? Haben wir die? Wir haben die doch geholt. Ich habe es schon ganz vergessen, dass wir die haben, die Schmiede ist, ne? Netzbarren, Schaft, Hammerkopf, Metallspitze. Okay. Alter, das wird ja immer... Das wird echt zu einem... Ja, das würde ja dann das Ding da ersetzen, ne? Jetzt waren 10 Stück. Wir könnten Silberschimmer. Da haben wir schon 3. Können wir locker noch ein paar herstellen. Also 7 Stück müssten wir noch herstellen. Da ist auch wieder dieses Ding. Wir können aus ätzbaren Schimmer ätzbaren herstellen. Das ist Quatsch. Das werden 100% wiederhergestellte Barren.
Ach du mal. Und dann müssen wir hier drin auch noch... Metallspitze herstellen, dann aus normalen Barren, okay. Wie viele? Gar nicht. Doch, zwei Metallspitzen. Einen Hammerkopf. Den stellen wir, glaube ich, hierher. Ne, Quatsch, der wird auch da hergestellt, 100 Pro. Ja. Auch nur aus Barren, das heißt vier Barren schon mal. Vier Barren, ne, Quatsch, da unten. Okay. Vier, sechs. Und dann Schaft. Schaft, 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 Schaft. Wird auch hier hergestellt. Drei Stück bräuchten wir davon. Okay. Zehn Barren. Wir haben gleich noch ein bisschen was über. Wir haben aber auch 70 Lacunos. Weil wir so viel Monster gekillt haben. Hier, wir machen noch ein bisschen. Und wenn sich das erschöpft hat, dann machen wir irgendwann nachher Feierabend. Außer Pinkelpäuschen gibt es heute keine Pause mehr, Freunde. Wir müssen den ein bisschen rüberschieben und den dann nachher hier hinstellen. Ne? Machen wir das so. Dann könnten wir... Ich mal dahin tun. Euch beide knarzen wir dahin. Achso, wegen dem scheiß Hobel, okay. Ne, das sind Edsbarren. Entschuldigung. Zwei Metallspitzen. Wo sind denn die 10 Edsbarren? Eisenbarren. Oh, kleinen Vorteil, wer lesen kann, ne? Ja, ist auch kein Problem. Hoffe ich. Jetzt bräuchten wir 20 mal Eisendings oder halt Silber, Nickel, Kupfer, Eisen. Zwei haben wir schon, aber noch 8. 18, 16 mal Eisen. Wir brauchen jetzt aber erstmal noch zwei Metallspitzen. Dann nehmen wir wieder Lacunos. Obwohl, die könnten wir ruhig gerne mal aus Edzbarren herstellen. Ich meine, wir haben jetzt... Oh, wir brauchen E2. Okay, probieren wir das mal. Wir haben nur 7 Schimmerbarren. Wir probieren das mal mit Edzbarren Schimmer. Stinknormale Metallspitze Schimmer. Warte, wir müssen Eisen einlinsen als Barren. Okay. Hier keine Lampenhalterung an der Wand. Was ist denn hier kaputt? Bringt ihr die nach draußen?
Eieiei. Ein bisschen rumprobieren muss man ja, ne? Oder? Finde ich sehr seltsam. Mann. Aber sein, dass wir die jetzt verlangsamt haben, dadurch, dass wir die Lampe umgehalten. Hier hingen doch die beiden Dinger. Der hängt die nach draußen. Aber was ist denn los mit ihm? Warte mal, kann man das drehen? Bestimmt, ne? Nö. Hier würde sie reinhängen. Obwohl die Wand... Sehen wir doch nicht, dass die Wand falsch rum aufgebaut ist. Dann würden ja hier keine Lampen hängen, obwohl der hängt ja auch nach draußen. Das ist aber eine Globusleuchte. Nee. Vielleicht habe ich ja die Wände falsch rum hingestellt, obwohl er natürlich die Wände positioniert hat. Kann ja sein. Waren falsch umgesetzt. Ja, das kann sein. Das nehme ich dann sogar auf meine Kappe, obwohl, wie gesagt, ich habe die nicht gesetzt. Er hat die ausgerichtet. Ach so, der ist erst... Ach, Stöfchen. Ich brauche noch ein bisschen mehr Eisen. Ja. Da. Ich glaube, das geht dann 10 Stück. Wären 5 Barren. Oh. Haut gerade mal nicht hin. Warum sind denn an der Wand die, weil, was ich meine. Jetzt hat er die genauso gesetzt. Wir drehen den mal um. Können wir die überhaupt umdrehen? Mir ist eben beim Fenster aufgefallen, dass da irgendwas geht mit irgendeiner Drehung. Der setzt das Ding da immer nach innen. Machen wir das mal andersrum. Ach, man sieht das gar nicht. Wo soll man denn da sehen? Ja, der ist jetzt wieder genauso gesetzt. Ja, wenn es falsch rum ist, ist es falsch rum. Ist mir auch scheißegal. Wenn man nicht sieht, was vorne, was hinten ist, dann... Ach, guck mal. Ja, ich habe die Wand falsch rumgesetzt. Auf jeden Fall. Schade, ich glaube, das wird nichts. Wir bräuchten 8. Bekommen... 4 maximal, wenn überhaupt, noch nicht mal. 2 bekommen wir. Wo habe ich Eisen herbekommen? Aus irgendeiner Welt. Da werde ich auch vielleicht irgendwo kaufen können.
Schade. Das ist mir blöd. Guck mal, die hängen innen. Na gut, vielleicht ist die Wand ja falsch rum. Was aber nicht sein kann, weil die Wand hat ja eine eindeutige Zeichnung. Es ist so... Oh. I love it. Oh, zwei Barren haben wir schon mal wieder. Damit bekommen wir gerade einen. Ja, aber gut, Eisen könnte ja sein, dass wir Eisen kaufen können in dem Dings, ne? Gucken wir doch mal in die Wacht. Verbindungsfehler, yeah! Butabupa für das beste Spielerlebnis. Oh, geiler Mantel, ne? Cool. Ich hol mal eben was zu trinken, Freunde. Ja, ja. Mein Schneedrahasi. Ja, irgendein Vögelchen hat mir gezwitschert, dass du vorbeikommst hier. Ich direkt abgehauen. Wer wird denn nun? Aha. Jetzt funktioniert die Escape-Taste wieder nicht. Oh, das ist so ein ärmliches Game. Ja, Schneedraboy. Es geht voran. Guck dir mal die Werkbank an. Ja, okay, wir machen den noch fertig und probieren es jetzt nochmal in die Wacht zu kommen. Ansonsten mache ich jetzt schon Feierabend. Und nicht bis erst um 9 Uhr oder so. Wenn wir nicht in die Wacht kommen, habe ich im Moment auch keine Lust, rum zu experimentieren, wo ich Eisen kriege und alles. So. Ah ja, die Escape-Taste funktioniert gerade nicht. Weil das Spiel jetzt ein paar Mal abgestürzt ist. Also besser gesagt, Verbindungsfehler hatte und deswegen geht die Escape-Taste. Muss ich mal aufschließen drücken. So, schade, dass ich mich eben verlesen habe. Sonst hätte ich ja direkt mit Eisen weiterarbeiten können. Aber das ist schon... Ach, eine harte Nummer. Okay, Eisen haben wir keins mehr. Probieren wir es nochmal in die Wacht zu kommen. Ein Poser. Du willst gar nicht wissen, wie das Spiel weitergeht, wenn du erstmal in der Wacht bist, Mann. Das willst du gar nicht wissen. Glaub mir. Oh, es dauert ein bisschen länger. Ah, wow. Das Spiel hat uns noch ein bisschen... Aber vielleicht siehst du es ja hier schon dran. Jack, Jean-Philippe de Perle,
Sunshan. Vielleicht liegt es ja schon daran, wie das Spiel dann weitergeht. So, mal gucken. Vielleicht haben wir jetzt doch tatsächlich irgendwelche Sachen. Ne. Ne. Die wir kaufen können. Ohne Voraussetzung oder zumindest Voraussetzungen, die wir dann auch erfüllen. Erzzinn, Erzeisen sehe ich hier nicht. Ach, jetzt tu doch nicht so, als ob du das wüsstest. Ich freue mich schon seit Tagen drauf. Du bist immer ein Schwafel-Heini. Das ist echt nicht normal bei dir. Guck mal hier. Leder, Beutetier. Scherz. Ich frage mich, wie die das umsetzen, wenn man dann im Singleplayer arbeiten soll. Also es gibt Messingbarren Messing. Okay, cool. Hast du denn schon mal so einen Endkampf gesehen? Ah, ja, wie ich bin nicht der einzige Streamer, den du schaust. Mama. Jetzt aber. Jetzt hackt's aber. Alter, ist das ätzend da. Moin, Chris Grass. Ozzy ist nicht da. Ach ja, Escape-Taste geht ja nicht. Und mal ist schließen oben, mal ist schließen unten. Und der hat ja immer noch nichts für uns, ne, der Penner. Ah ja, stimmt ja. Nee, ich hatte dazu auch noch richtig Schweineglück. Also die Gruppe, mit der ich da rein bin, die hat für mich aufgeräumt. Ich habe das erst gar nicht gerafft. Dann brauchte ich mir eigentlich nur die Punkte abholen und hinterherlaufen. Beim Boss bin ich dann zum Schluss aber nicht am Boss gestorben, sondern an der Krankheit. Aber Nancy hat mich gerettet, also von daher war schon gut. Nur seitdem muss ich sagen, okay, super. Ich würde ja gerne ein paar Sachen herstellen. Ich darf ja nicht. Ich müsste ja Sachen kaufen, von denen ich noch nicht weiß, welche ich kaufen müsste, damit die Abhängigkeiten erfüllt sind. Ja, und damit hört sich's dann erstmal ein bisschen. Bin ich gerade am gucken. Ich wollte gerade meine gute Schmiede herstellen. Und ich habe aber zu wenig Eisen. Eisen kriege ich aber auch anscheinend nicht gekauft. Schade. Und habe im Moment nicht die Muße, noch irgendwie in den Welten zu gucken, welche Welt das jetzt war, wo ich Eisen gefunden habe. Wir würden ja auch schon Barren Eisen würde ich ja auch nehmen. Aber die haben ja nur die minderwertigen Sachen, wie es aussieht. Und da wir jetzt ein paar Mal einen Verbindungsfehler hatten. Filigran gab es da. Ja, aber bringt uns nichts. Also Filigran. Du meinst, als was zum Kaufen bei Ressource Filigran? Ja, damit können wir dann kunstvoll irgendwas Kunstvolles herstellen. Aber ich brauche jetzt im Moment noch genau verfickte entweder 8 mal Eisenerz oder 4 Eisenbarren, damit wir die letzten zwei Erzbarren bekommen. Und wie gesagt, ich habe einfach nur keine Muße mehr, jetzt nochmal loszuziehen. Ich habe noch 3 Welten, die wir, 4 Welten sogar, die wir bereisen könnten. Aber im Moment so, puh.
Trotzdem danke fürs Filigran. Oh, Flüssigmetallgold, juhu! Krass. Versuch mal Jägersumpf. Oder meinst du im Allgemeinen Jäger? Ja, ja, genau. Filigrandraht brauchst du eigentlich für alle kunstvollen Gegenstände, die wir herstellen können. Also hier kunstvolle Axt und so. Ich weiß gar nicht, ob man die hier sehen kann, die Werkzeuge. Ich glaube nicht. Weißt du, wir haben ja eben robust hergestellt und haben gesehen, oh, der ist schon gar nicht mal übel, weil er passt, den doppelten Schaden. Ja, er macht 200 mehr. Ne? Ja. 200 mehr als der Verbesserte. Und dann gibt es halt noch kunstvoll. Aber kunstvoll braucht dann halt immer diese... Achso, du meinst... Achso, filigran, war das nicht für diese Glaskugel? Wo waren das? War das hier bei dem Schnuckipups mit den Klamotten oder... Bam 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 bam. Filigranarbeit, Zinn, 100. Das ist aber dann nur eine, ne? Weiß ich nicht, ob ich dafür unsere letzten 100 verballern möchte. Ja, nicht Linse, Glaskugel, ja. Steht ja auch derselbe Text. Die Fell verzierten ihre und kennzeichneten ihre Entwürfe stets mit detailfreudigen Fehlern. Ja, nee, machen wir nicht. Machen wir nicht. Weil wir damit nur den Mantel freigeschaltet bekommen, den wir ja sowieso schon tragen. So wie alle anderen hier. Ja. Jägerwelt, sagst du? Weil wir werden für Gran arbeiten, werden wir, oder ja, den Draht dafür, Filigran arbeiten, werden wir freischalten, wenn wir, wie gesagt, 8 Erz, 4 Erzbarren, nein, 4 Barren, 2 Erzbarren, Eisen haben. Mal gucken. Wir gucken mal, ob Schnedra mit Jäger richtig liegt. Ich meine, warum nicht, ne? Jagd ist ein ziemlich hohes Ding. Ach, immer Nacht, oder was? Oh, geil. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Ein Stack Eisen, Alter, du machst dich. Nancy, hast du irgendwas geklaut? Nix? Mal Mühe geben können. Was habe ich denn noch in den Taschen? Okay. Kann drinbleiben. Können wir den vielleicht auch mal ausprobieren? Ich habe heute erst gemerkt, Schnedra, dass man den mit dem Zauber aufladen kann. Weil ich hier rumgefummelt habe, weil ich habe viel gemacht. Aber ey, ätzender Scheißdreck, dieses Bausystem. Entschuldigung. Ich zeig dir das mal kurz. Man kann die Decke auch, also man kann das auch beheben. Nee, die wenigstens vernünftig setzen würde. So, ne? Man kann da tricksen, indem man hier Säulen setzt. Deswegen habe ich auch Säulen gesetzt und außerdem, weil es schöner aussieht. Dann ist das weg. Aber wenn du deine Welt wieder neu lädst, ja, erübrigt sich, ne? Weitere Erklärung, oder? So, machen wir die Tür auf hier. Warum hat denn hier noch keiner die Tür aufgemacht?
Ist das denn überhaupt die richtige Welt? Ja. Nancy, Nancy, Waldspaß macht uns schmeckt. Nancy, bevor du jetzt in den Wald gehst und Bäume fällst. Ach ja, Escape geht ja nicht. Außerdem unten rechts könnte man das auch sehen, weißt du? Was man machen muss. Also teilweise ist das Spiel ja wirklich cool. Aber, oh, da kriege ich so die Kratzer. Aber Wald, kein Sumpf, ist egal, ist Jagd. Kommt quasi auf die Zahl an, die hier oben ist. Und Jagd ist im Moment die höchste Karte, glaube ich. 70. Und damit hat man dann halt auch hohe Ressourcen. Und wenn er selbst im Sumpf so viel rausholt, ich meine, ich lebe im Sumpf, ich weiß, was da los ist. Okay, wir werden sehen. Ja, warte ab, Schneedi. Schneedi, Schneedi, warte mal ab. Bin aber auch richtig durch. Trotzdem war bisher richtig geil, hat Spaß gemacht. Auch heute so ein bisschen hier rumjocken und so, war cool. Auch das Bauexperimentieren und überhaupt hat Spaß gemacht. Aber naja, so, jetzt haben wir hier eine Menge Schimmer. Menge Schimmer geht immer. Da oben haben wir. Ja, ist halt standhaft. Das nehmen wir mit, auf jeden Fall. Streben. Streben. Das Schimmer, ne? Cool. Ja, ne? Schimmer findet man wirklich wie doof. Also zumindest in den höheren Welten. Ist auch Schimmer. Ich weiß gar nicht, ob ich hier schon irgendwo eine Höhle entdeckt hatte. Weil das wäre auch nochmal so eine Möglichkeit, eine Jagdwüste. Habe ich überhaupt irgendein Portal mit Jagdwüste? Frankenstein war keine Jagdwüste. Das war so langweiliger Stuff. Die Bergwelt wird uns erhalten bleiben, weil nur da findet man sowas, wenn überhaupt. Oder halt Höhlen. Zumindest ist es bisher immer der Fall. Ja, was man natürlich noch mehr findet, ist Sandstein, ne? Ich meine, das Eisen muss ja aus einer der Welten sein, die ich geöffnet habe. Und im Endeffekt habe ich bisher nur
ziemlich billige Sumpfwelt wieder geschlossen. Wir haben aber auch noch eine teure, nämlich die Düstersumpfwelt, 60er Karte. Am Meer? Echt? Am Meer hast du Eisenvorkommen gehabt? Cool, Mann. Wollen wir doch gleich mal dahin stapfen. Schon wieder Schimmer. Aber hier haben wir Streben. Was haben wir denn da? Ich kann sagen, das sieht aus wie Gneis. Ah, okay. Wenn sie sich auch sparen können, ne? Das ist auch Gneis. Ja. Geht hoch. Das ist wieder Schimmer. Natürlich eine Jagdwüste, weil da ist das Vorkommen so selten. Aber man sieht weit. Nee, der meint mir nachher mit der Oma auf dem Sofa gemütlich, dann braucht ihr auch nicht andauernd. Oh, kommt gerade Mutti? Weil wenn ich mit der auf dem Sofa liege, dann ist sie immer super entspannt. Hier im Keller ist sie immer so ein bisschen... billiger Kranz, ne, oder? Ja. Ja, Kupfer und Salz ist in den Wüsten ohne Ende. Ja, das stimmt. So, Schimmer. Das muss reichen. Einfach nochmal hochkraxeln. Knick, knack auf, zack. Nee, Schneedrall, das war eben so... Was wollen die ganzen anderen Spieler hier? So eine Scheiße. Will ich nicht. Ach, guck mal. Also gibt es hier irgendwo eine Box, wo wir den füttern könnten, den älteren Ioten. Cool. Da.
Nimm mal den Gneis und gib mir dafür Iodenholz. Aha, von wegen. Er gibt mir den Steinblock wieder. Geil. Ach, guck mal. Hatten wir die nicht schon erledigt hier, die Invasion? Die arme Nancy. Was ist los? Na, immer schön beim Rücken an irgendwas stehen, wenn der da ist. Oh, Nancy. Du bist gut, danke. Alles nur so schimmer. Lalalala. Was ich sehr schade finde, wieder Gneis, dass es hier tatsächlich nur Quarz gibt, ne? Kein Smaragd oder sonst irgendwas. Sandstein ohne Ende. Na, sag sowas nicht, Schneedra. Aber das glaube ich auch. Obwohl, ich habe ja sogar Smaragd und so, ne?
Nancy hat ihn weggebolzt. Mach ihn mal alle. Ja, also die Karte für eine aufgestiegene antiquarische Welt wäre ja die nächste Quest. Die können wir herstellen. Also, die Rezeptur dafür haben wir. Aber dazu brauchen wir dann halt den ausgezeichneten Verzauberungsfokus. Und der wiederum benötigt irgendwas Vorhergegangenes, von dem wir nicht wissen, was es sein soll. Fuck, das ist alles Schimmer. Aber da vorne, ah, und hier auch, sehr schön. Ja, das ist Streben. Welt, okay. Quarz. Ja, das könnte ich dir gar nicht beantworten. Es ist auf jeden Fall ein Erz. Strebenerz. Sowas wie Rabenherz, nur als Strebenerz. Ich glaube, ich habe sogar schon mal Barren aus Strebe hergestellt, aber frag mich nicht, ob das was bringt. Ah, 25% mehr Fernkampfschaden. Das ist alles aus Schneedravismus. Ja, da hast du recht. Da machst du immer so ein Glattrohrgewehr draus, den Lauf und überhaupt. Und dann hast du direkt 25% mehr Schaden. Ja, vielleicht muss ich ja doch in irgendein böses Umfeld. Da ist Eisen. Schön wär's. War nur ein nasser Glitzerstein. Ja, okay. Ja, ich würde dann glatt mal in die Danu-Sumpfwelt huschen. Da unten ist doch Eisen. Das ist doch diesmal kein Schimmer, oder? Ah, jetzt sieht es wieder aus wie Schimmer. Von oben sah es nicht so aus. Dreckszeug. Oh, mein Inventar behindert mich. Nancy! Wieso, wie viel Schimmer haben wir denn schon wieder eingesammelt? Oh, 66 Streben. Geil. Ach, guck mal. Wann er mal ein älterer Eod. Na, er knickt hat. Ich kenne auch kein Metall, das Streben heißt. Hey. Wer weiß denn? Ja, klar, Mann. Die Optik, Mann, die kann einen täuschen, Mann. Hat doch nichts mit dem Standort zu tun, du Spacken, ey. Du laberst immer einen Hasenköttel. Oh, hier vorne ist auch noch was Unerledigtes.
gib her. Talisman des Bergbaus. Siehst du sowas hier? Ja, spiele ich bei mir in der Sumpfwelt oder wir bauen uns hier so einen Veränderer hin? Und dann verändern wir die Welt, dass nur noch hochwertige Materialien gespawnt werden. So wie bei mir mit der B-Wildniskarte, die angeblich meinen Schaden erhöht. Und dann auf einmal alles 25% weniger. Das war spaßig. Gneis, Schimmer. Bring dich nicht um, bin mal in der Küche. Ja, ich bring mich nicht um. Ich bring mich jetzt gleich wieder nach Hause. Dann Schicht im Schacht. Auch wieder nur Gneis. Das sind die Kletterpickel. Die sind so ähnlich immer, Menno. So, Gneis, 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 alles Scheiß. Okay. Wir haben schon gar kein Zeug mehr im Bauch. Ja, das hat hier keinen Sinn. Hast du viele Streben, bleibst du lange am Leben. Stimmt. Wir brauchen gar kein Eisen. Wir können auf Eisen scheißen. Ich glaube, Eisen hat auch 100 und nicht 40 irgendwie. Und sieht auch wirklich ganz anders aus. Also ich hätte jetzt... Na gut, was hat denn Streben? Streben hat 100, okay. Dann, was hat denn die Düsterkarte eigentlich für einen Wert? Ach, habe ich gar nicht... Ach so, die kann man ja hier gar... Doch, kann man eigentlich sehen. Versorgerkarte. Zehn weniger. Weil dann könnten wir rein theoretisch, wenn wir nicht wieder vom Server geschmissen werden, mal kurz in die Danu-Sumpflandschaft gucken. Und dann Feierabend. Jetzt haben wir doch schon wieder Viertel nach neun. Ich krieg's kotzen, ey. Yippie! Ein Bärli. So. Trübes Wetter hier. Da hinten gibt es nur Schimmer. Was? Na, oh, die Süße. Mimimi. Tust dich porten, kommst schnell zu anderen Orten. Ja, könnte man auch so sagen. Schade.
Dem ist aber irgendwas im Hals stecken geblieben, oder? Nee, das kannst du knicken. Alles nur Schimmer, wie immer. Hey! Hat er sich freut, ey. Auch lustig mit den Feenringen. Kann man sich quasi. Das ist dann quasi das Bett in Minecraft. Nimmst du immer die Ressourcen für den Feenring mit. In die Welt, in der du bist, sonst kommst du immer in eine andere Welt und musst zurückporten und so. Und stellst dir den dann dahin. Wenn du da irgendwas machst, wo du denkst, ist gleich drauf oder so. Ne? Und die hau da einmal mit der Hammer drauf. Die Olle. Und die nennen sie. Da 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 da. Ja, das Warten auf den Server. Ich habe gar nichts zu erzählen, Freunde. Außer, dass ich ein bisschen pissed bin. Heute sollte eigentlich Schotter kommen und der Tuppes, mit dem ich das denn hätte gemacht. Aber weder Schotter noch Tuppes waren da. Also, ja. Ja. Wenn es noch ein bisschen regnet, dann können wir die ganze Scheiße nochmal von vorne anfangen. Heftig. Oh, ich höre was. So, jetzt können wir mal testen, ob man düstern ist. Ob das da was bringen könnte. Dann haben wir das wenigstens getestet. Bevor ich Danus Welt schließe. Ich habe keine andere Jagdwelt offen, soweit ich weiß. Astrolabium hier. Die könnte man tatsächlich gegen eine Sumpfjagd eintauschen. Ja gut, die brauchen wir vielleicht auch nicht mehr, ne? Die Nancy Drew. Und Ferkel dazu. Das ist natürlich Nelly, nicht Nancy. Haben wir irgendwelche Barren? Ja, die Kleine hat Barren, ne? Nervt mich aber auch nur, weil ich Shortcuts auf der Tastatur liebe.
Griffenes Juwel, Quarz. Jetzt ist die Schwelle weg. Zack, zack. Steinische können wir ja auch mit rein, du. Das sind Klasse 2 maximal, ne? Nennen Sie. Eigentlich ist es egal. Lange im Sumpfwasser stehen, dann laufen sie Gefahr, Sumpfseuche zu erkranken. Suchen sie eine alternative Route durch den Sumpf, dann geht das besser. Oder ziehen sie sich einen dicken Strumpf an. Alles bereit? Wow. So, hier ist ziemlich abgefahrene Action, oder? Hä? Ich hab doch ein Telegramm. Aha. Verarschen? Warum kriegen wir denn jetzt irgendwelche Codex-Sachen? Gab es gerade einen Patch oder was? Das ist ja alles ziemlicher Quatsch, den die hier jetzt gerade... Das ist nämlich alles quasi rückwärts von dem, was wir schon alles haben. Der Nachteil an einer düsteren Sumpfwelt ist, man sieht nicht viel. Die Viecher sind auch nicht ohne. Au. Hey. Komm, ich schmesser dich. Kommt, ich schmesser euch alle. Jetzt Lust zu. Die messern mich auch gerade. Mit Seuche. Ich hab hier voll die Mauke. Nedra, kommst du jetzt bitte mal aus der Küche und guckst mal, ob es den Patch gab? Hier gibt es gar keine Erze. Ja, krass, also bisher. Krass, ne? Ist doch auch ein Idiot, oder? Ah, kannst du selber lesen. Die Scheiße lese ich doch nicht. Das ist doch der ganze Dreck, den man schon sowieso im Kompendium hat. Ich wollte nur wissen, ob es einen Patch gab. Hat hier auf einmal bei einem Serverwechsel hier dieser ganze Scheiß wieder vorgelesen oder vorgehalten wird.
Da unten gibt's Zeug. Dann sieht er mal like nice aus, ne? Obwohl. Nicht so ganz. Wieder ein bisschen trocken werden. Dann hat Eisen doch nur 40. Eisen hat gar keine 100. Ich sollte mir hier ein Häuschen hinbauen. Der Scheiß spawnt ja eh nicht wieder. Was du gesagt hast, war Jagd-Sumpfwelt. Bin aber in keiner Jagd-Sumpfwelt. Bin nur in der Sumpfwelt. Verrate aber nicht in welcher. Muss dir die Danu sagen. Die heißt doch düster, oder? Heißt die nicht irgendwie düster? Ja, ja. Dann ist Eisen gar nicht so hochwertig. Aber dass der Schimmer bei einer 70er Karte so überhand da ist, warum? Ich meine, hey, hä? Schimmer wird von einem so gut wie nie verlangt. Ob dieser Lucanus oder Lacunus oder wie auch immer der Scheiß heißt, den man von den Feinden kriegt. Nancy, ich hab da gerade schwer. Ah, du hast vorgearbeitet, das ist cool. Nancy, ich bin stolz auf dich. Ich bin stolz auf dich. Dir was darbieten? Ich will dich nicht töten, da habe ich keinen Bock drauf. Ja, was denn? Ist es Nacht oder wie? Ne, 9:19 Uhr. Was wollen die von mir? Ich will euch nichts tun, habe ich nicht vor. Sie tut mir nichts, ich tue euch nichts. Krass. Wenn ich was habe, was ihr brauchen könnt, gebe ich euch das gerne. Nur nicht mein Leben. Leben ist immer Kacke. Habe ich noch nie gesehen. Was ist denn das? Eine Harpyie. Naja, ihr seid jetzt aber nicht gerade so gefährlich irgendwie. Ihr geht mir halt nur auf den Sack. Geht mal noch aus dem Weg hier. Wollt ihr ein Butterbrot? Hier, Butterbrot. Dann, Gemüseroll Wrap. Oder vielleicht sowas hier. Auch nicht. Ich will nur gewappnet sein, falls ich jetzt gleich jemandem auf den Kopf haue hier. Beim Abbauen. Das möchte ich nicht.
Harpyn, ey. Harpyn. Das meinte ich. Ich wollte hier keinem was tun. Echt nicht. Wie, ich habe in eine Harpyie geschaut. Aber wie in Ark, weißt du? Fällst einen Baum, hast einen Bronto am Arsch. Voll blöd. Na gut, Harpyienknochen hatte ich schon. Ich wusste nicht woher. Jetzt weiß ich woher. Könnte mal ein bisschen abtrocknen, ne, oder? Ja, gut Giftschaden jetzt eben verpasst, ne? So. Gut einen reingedrückt, ey. Steinchen aufgesammelt. Toll. Nancy? Ich geb dir da mal was. Das Pirate? Hab hier. Ja, dann können wir jetzt eigentlich unsere Dings da in Gang werfen, ne? Und dann können wir Feierabend machen. Ich wollte ja eigentlich nur das neue Ding bauen. Die Danu können wir noch besuchen. Wenn wir gerade um die Ecke sind. Bringen wir eine Currywurst-Pommes mit? Freut die sich. Jetzt kriege ich Bock auf Currywurst-Pommes. Scheiße, Leute, ey. Oh. Cool. Sülze. Immer Harthirsch. Okay. Die armen Harpyien, echt. Wollt ihr wirklich nichts tun? Kleiner Mensch, du zauberst dieser alten Grendel ein Lächeln ins Gesicht. Ach, das freut mich. Das freut mich wirklich. Kann man der alten Grendel noch was Gutes tun? Das ist echt geil. Oh, das ist nice. Ah.
Wo dieser eine Baum mich in den Himmel katapultiert hat, das war cool. Hat mich an so alte Indie-Games erinnert, die dann auch diese Beschränkung nicht hatten. Bei denen man dann auch, wenn man auf einem Brett stand, das Brett hochheben konnte und damit fliegen konnte. So, reicht für heute hier. Also zumindest, oh, warte mal, da gibt's noch was. Aber das ist, glaube ich, nice, ne? Jo. Aber da, ui, okay. Ich will nicht unbedingt nochmal hier in die Welt. Die blöden Harpyen, die machen einem das Leben so schwer. Weißt du, ich hätte mit mir handeln lassen. Aber so. Kann ich dafür, wenn die ihren Kopf da hinhält, während ich da gerade am Rumhacken bin? Also echt. Ja, schön. Das war der Gneis. Gneis. Gut. Schmelzen wir mal noch schnell 4 Barren, machen daraus 2 Erzbarren, dann haben wir das Ding fertig. Dann können wir die Schmelze wegstellen und die neue Schmelze hinstellen und Schicht machen. Und ich habe es geschafft, mich nicht umzubringen und Schnedra war trotzdem wieder da aus der Küche. Apropos, mal gucken. Nö. Gab nix. Bin halt Optimist. Ja, hast du recht. Gab kein Patch. Außer, dass die südamerikanischen Server online sind. Ja, aber das wird dann angenehm haarig, ne? Wenn man da ohne irgendwelche Leute in solche Dungeon geht, wenn man dann im Singleplayer ist. Müssen die aber gut balancen. Also nebenbei, ich habe heute erstmal mein New Game Plus von Elden Ring gesichert. Ich denke, dass ich da für das DLC eventuell sogar mal neu anfange, aber dann, ja, ich weiß nicht, ob mit oder ohne euch, keine Ahnung. Oder du gut ausweichen, was? Das war echt kacke, ey. Ich stehe da in der Plürre, der war schon tot, der Boss. Ich wollte gerade Heilung nehmen. War ich tot. Wegen der Drecksplürre. Muss man halt mit Pimpi reingehen. So von wegen weniger Krankheit und bla auf seinen Sachen. Weniger Schaden, mehr Schaden auf den Waffen und so. Irgendwie sowas.
Frage, ob die überhaupt hier hinpasst. Und dann dieses Wandspiel hier. Meine Fresse. Egal. Wir brauchen nur noch zwei ätzbaren Eisen. Dann haben wir das. Nancy. Nancy, komm auch rüber. Pflanzenfaserhanf, okay. Widerstand gegen Pesthauch, 5%. Oh. Ich schmeiß das erstmal alles mit hier rein. Die Steine können wir ja mit hier rein tun. Alles nicht mehr. Was nehmen wir denn hier raus? Hier war irgend so ein Pulver drin. Puderkohle. Steinpulver nehmen wir raus. Sehe ich da Kisten mit Füßchen? Nee, hier noch nicht. Stehen hier noch keinen? Nein. Aber in den Dingern ja. Die laufen sonst weg, die Scheißkisten. Das kann man so nicht machen, weißt du? Ja, die Kiste, die ist richtig teuer. Ist halb so groß wie die, aber hat 40 Slots. Aber die Kisten mit Füßen, die sind 55, ne? Daran wird es liegen. Passt perfekt. Ja. Für weitere Optionen gedrückt halten. Ist das nur eine Erweiterung? Nee, kann ja nicht sein. Brennstoff, Brennstoff, Brennstoff. Man kann hier nichts herstellen. Doch hier. Okay. Kleinen Vorteil, wer genau gucken kann. Oh, wo? Ah, da kann ich schließen. Gut, magische Linse können wir immer noch nicht herstellen. Ätzkopf, Axtkopf, Ätzkopf, Barren, Bronze, Barren, Draht. Die Granarbeit, da haben wir sie. Hier mal Draht, okay. Gehärteter Pickelkopf. Oh, wie geil. Was ist ein Legierungsbarren? Also sowas wie Messing oder Bronze. Geschmiedeter Griff. Boah, Alter. Krieger Streitaxt. Ja, ich weiß, was ich morgen mache. 80 Kilometer Autofahren.
Scharfschützenlauf. Da werden wir natürlich Schimmer für verwenden. Stahlbarren. Kohle, wo Kohle doch so übermaßen viel rumliegt. Streben, nicht schon mal für die Einzelteile der Karte. Ah, danke. Wohl sagen umwoben, trotzdem haben die nur Klasse 1. Ja, und Diamantglas kriegen wir. Ja, warte mal. Ätherisches Glas. Mhm. Würde ich hinbekommen. Was wollte er? Bronzebarren, ne? Charles Bronzenbarren, ne? Man braucht nur einen Diamant reintun. Man braucht kein Glas machen. Sogar wirklich nur einen. Jetzt stell dir vor, ich hätte den zweiten Diamanten noch verballert. Drei Drähte, ne? Filigranarbeiten. Okay. Die nimmt er nicht. Die nimmt er nicht. Da seht ihr mal, wo mein ganzes Eisen hin ist. Hätte man noch Erzbarren draus machen können. Ich das vorher gesehen hätte. Hätte die ganze Reise nicht machen müssen. Cool, ne? Nicht die gesamte Filigranarbeit hinbekommen, weil wir brauchen viermal Draht. Müssten wir also wirklich noch einschmelzen, ne? Aber der arbeitet schneller, ne? Kann das sein? Nicht wirklich.
Draht. Wir machen ja Drahtschimmer. Weil wir da immer nur drei hatten und wir keine zwei Slots befüllen durften. Krass. Entschuldigung. Nancy, hast du zufälligerweise Holz dabei? Nicht? Okay. Einmal noch, dann können wir schon mal zwei herstellen. Wir brauchen drei. Derzeit könnt ihr denn da schon mal weitermachen. Der muss so langsam arbeitet, ist krass, ne?
Was ist denn die Distanzwertung? Kyrosiphon. Tanzschaden 15%. Kopfhörbaren auch 15%. Bombardier 25%. So, jetzt sollten wir an der Nö. Also rein theoretisch sollten wir jetzt hier dieses können wir aber nicht herstellen. Die rituelle Choreo-Konfiguration, die können wir sowieso. Auffällige Captainsjacke sollten wir herstellen können. Aber höchstwahrscheinlich brauchen wir dazu die bessere Werkbank. Also, ne? Nähbank. Gut, wissen wir das. Okay, cool. Wissen wir, dass ich Barren noch gehabt hätte? Ohne Ende? Und ne, Musik brauchen wir da nicht. Und dass der alte Mann hier mal kurz ins Hundekörbchen gehen muss. Und dass wir jetzt Feierabend machen. Boah, bin ich platt, Freunde. Deswegen fasse ich mich ganz kurz. Vielen lieben Dank fürs dabei sein. Schlaft gut, träumt süß. Passt auf euch auf. Passt auf eure Lieben auf. Gehabt euch wohl. Der alte Mann ist raus. Tschüss.